Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Mare Nostrum. Mein Name ist Florian Murati und ich bin Student der antiken Kulturen in Göttingen. Neben den aktuellen Forschungsthemen interessieren uns als Podcast auch die Personen, die unsere Wissenschaften prägen. Heute haben wir dementsprechend ein Interview mit einem Vertreter aus der klassischen Archäologie, nämlich mit dem Kustos der Sammlungen des Archäologischen Instituts der Universität Göttingen, Dr. Daniel Krebler. Er studierte die Fächer klassische Archäologie, Kunstgeschichte, alte Geschichte und klassische Philologie zwischen 1978 und 89 in Marburg, München und Bonn. Er promovierte bei Paul Zanker in München über die Terrakotten und ihre Fundkontexte aus der Nekropole von Tarent und daraufhin nahm er das Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts wahr. Von 1990 bis 1999 war er dann wissenschaftlicher Mitarbeiter in Heidelberg und seit 99 ist er als Kustos am Archäologischen Institut der Universität Göttingen tätig. In unserem Interview thematisieren wir seine Schul- und Studienzeit und auch seinen Einsatz für den Kulturgüterschutz. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zu Mare Nostrum und ich danke Ihnen, Herr Krebler, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir ein Interview zu führen. Die erste Frage, die ich an Sie stellen würde, ist, gerade Sie jetzt als Archäologe und auch als die Person, die die Einführungsveranstaltung hier im Institut übernimmt, ist sicherlich häufig damit konfrontiert, überhaupt über Archäologie zu sprechen oder Erstsemestern zu erklären, was überhaupt Archäologie ist. Und deshalb wäre für mich auch die Frage, was Ihrer Meinung nach Archäologie ist. Das heißt, welche Ziele hat die Archäologie? Welche Forschungsmaterie umfasst das im Grunde genommen? Genauso aber auch, welchen Nutzen sie am Ende bringt? Ja, gut, das sind natürlich sehr grundsätzliche Fragen. Zunächst mal muss man ja immer allen, die so ein Studium aufnehmen, erklären, dass es die Archäologie gar nicht gibt, dass man von vornherein sich da auch thematisch so ein bisschen festlegen muss, was für eine Art von regionaler chronologischer Spezialisierung man da vor Augen hat, wenn man nun wirklich das als Studium machen will. Aber nichtsdestotrotz haben natürlich die verschiedensten archäologischen Disziplinen eine Grundgemeinsamkeit und da würde ich sagen, das ist ganz klar eben diese Absicht, dass man geschichtliche Zusammenhänge aus Objekten, aus materiellen Spuren rekonstruieren will und zwar dann in unterschiedlichem Maße auch auf andere Quellen zurückgreifen kann. In der klassischen Archäologie haben wir da schon eine relativ breite Quellenbasis und dann, wenn man in die Mittelalterarchäologie kommt oder so, dann wird es natürlich noch viel besser, was solche anderen Dinge betrifft, auch Urkunden etc. Aber in der klassischen Archäologie haben wir ja diese spezielle Kombination dann, dass wir versuchen, das in Einklang zu bringen. Wobei, wie man dann ja auch schon im Studium ziemlich zeitig sieht, lange Zeit in der Tradition der klassischen Archäologie diese Schriftquellen sehr im Vordergrund standen und man erst neuerdings immer stärker sich fragt, wie man ja diesen eigentlichen Kern des rein materiellen, des rein objekthaften noch stärker zur Wirkung bringen kann, ohne dass er illustrativ eingesetzt wird, um die Schriftquellen sozusagen jetzt mit Objekten und Anschauungsmaterial zu unterfüttern. Das soll ja eben Archäologie gerade nicht sein, sondern es soll versucht werden, was Eigenständiges aus den Objekten herauszulesen. Wobei ich noch immer auch betonen muss, dass ja in der klassischen Archäologie es nicht nur um pure Objekte geht, sondern ja ganz stark auch um bildlich verzierte Gegenstände, die oder bildlich gestaltete Gegenstände, die also diese ganze große Sphäre der Ikonografie einem erschließen. Das ist ja nicht in allen Archäologien so. Also wenn ich jetzt denke an die Urgeschichte oder so, da hat man es ja mit viel weniger bildlich gestalteten Objekten zu tun. Dagegen ist es schon sehr komplex, womit wir es zu tun haben. Also Objekte und Bilder als die primären Quellen, aber immer auch im aufmerksamen Wechselspiel mit anderen Quellen. Und würden Sie sich dann eigentlich auch als Archäologe sehen? Also beziehungsweise als Historiker auch im weiteren Sinne? Also die Frage ist natürlich, wenn man jetzt auch gerade alte Geschichte lernt, dann wird einem immer erzählt, dass Archäologie auch eine Hilfswissenschaft der alten Geschichte darstellt. Und für mich war immer die Frage, wenn ich jetzt als Archäologe tätig bin, versuche ich da nicht eigentlich auch die Geschichte zu rekonstruieren am Ende? Klar, also ich würde unbedingt sagen, dass Archäologie eine
geschichtliche Wissenschaft sein sollte und sein muss. Vielleicht wissen Sie, dass es gerade in der amerikanischen Archäologie so in den 1960er Jahren so Tendenzen gab, diese berühmte New Archaeology, die damals entstanden ist, die sich sehr stark an der Anthropologie, also was wir dann ja auch mehr als Ethnologie hier kennen in Deutschland, orientiert haben und wo man ganz weggekommen ist von diesem Vergangenheitsbezug und solche allgemeinen Gesetze, sozusagen ja anthropologisch fundierte Gesetze, wie Menschen zusammenleben, das natürlich immer an Anlehnung sogar an die Naturwissenschaften, dann Gesetzmäßigkeiten, die völlig zeitlos sind, in den Vordergrund gerückt hat. Das ist eine Tendenz, die ich nicht für sinnvoll halte, weil ich denke, menschliche Tätigkeit, zumindest in den Aspekten, wo sie für mich interessant ist, ist immer eine kulturspezifische Tätigkeit, die was mit geschichtlichen Umständen zu tun hat und ist eben was anderes, als wenn ich jetzt Zoologie oder eine andere Naturwissenschaft mache, wo in der Tat vielleicht der Zeitaspekt nicht diese Rolle spielt, obwohl auch gerade in der Zoologie haben sie natürlich die Entwicklungsgeschichte der Arten und so weiter, haben wir in der Paläontologie und so weiter ja auch eine Zeitachse mit drin. Also diese Vorstellung, ich könnte Archäologie von Geschichte entkoppeln, würde ich auf keinen Fall unterstützen. Wobei jetzt nochmal, um auf diese Frage der Hilfswissenschaft zurückzukommen, das natürlich immer, jede Wissenschaft betrachtet sozusagen die anderen Wissenschaften als ihre Hilfswissenschaft. Und alte Geschichte ist ja nun nicht Geschichte im umfassendsten Sinne, sondern ist ja eigentlich als Fach eben stark auf Texte, seien es nun Inschriften, seien es eben historische Quellen, Schriftquellen gestütztes Fach. Und wenn man es so definiert, dann kommen natürlich die objektgestützten Fächer wie die Archäologie dann als Hilfswissenschaften hinzu. Aber, und das ist in Deutschland, glaube ich, nach wie vor so bei der alten Geschichte, dass es wenige Althistoriker gibt, die sozusagen ganz gleichmäßig sich auf schriftliche und auf materielle Quellen stützen. Wir haben immer noch ganz stark dieses Prä des Schriftlichen. In anderen Ländern ist es ja ein bisschen anders. Also in England oder so hat man ja schon früh sich sehr viel, als von der althistorischen Seite sich sehr viel offener gezeigt für Archäologisches, was auch mit der Universitätsstruktur zusammenhängt. Dass dort in den Classic Departments oder so und dann die Grenzen fließender sind zwischen den Einzelfächern, während wir in Deutschland eine sehr scharfe Abgrenzung haben. Mhm. Und dass dann, ja, dann sozusagen Welten liegen zwischen, oder räumlich muss man dann in ein ganz anderes Institut gehen, wenn man alte Geschichte macht oder wenn man Archäologie macht. Und wie würden Sie jetzt in diesem Spannungsfeld die Archäologie einschätzen, also gerade vor dem Spannungsfeld Geisteswissenschaft bzw. Naturwissenschaft, weil ich denke auch gerade durch moderne Methoden, sei es die C14-Datierung, kommen wir auch immer stärker zumindest auch in die Situation, dass wir natürlich nur naturwissenschaftliche Methodik verwenden, aber inwieweit kann man die Archäologie da in einzelne Felder, sagen wir mal, separieren, gerade weil auch die Ausführungen, die Sie gerade hatten mit der New Archaeology, da stellt sich für mich immer die Frage, oder was ich bei der New Archaeology immer sehe, ist, man versucht immer relativ grob mit Zahlen umzugehen. Man berechnet beispielsweise, wie schnell die Ausbreitungsgeschwindigkeit der neolithischen Revolution war, beispielsweise von Anatolien nach Europa, und dabei geht man nicht feingliedrig in dieser Rahmen. Man schaut eben nicht ins Detail, gibt es dann einzelne Phasen, wo sich das entwickelt und was sind dann die Individuen, wie die sich entwickeln. Und da ist natürlich die Frage, gibt es vielleicht diese Gesetzmäßigkeiten, auch diese kulturellen Gesetzmäßigkeiten, vielleicht auf einer viel kleineren Ebene? Ja, die Frage ist immer, was ist Gesetzmäßigkeit? Also eigentlich ist ja Gesetzmäßigkeit, dass es sozusagen zwangsläufige Entwicklungen sind, dass wenn ich Ausgangsbedingungen A habe, dass dann auch daraus Resultat B folgen muss, wie das ja in Bereichen der Natur oft ist. Aber das hat man schon auch in der New Archaeology ja früh eingesehen, dass man das eigentlich wirklich nicht guten Gewissens machen kann, und hat dann diese berühmten Middle Range Theories entwickelt, also Theorien mittlerer Reichweite, wo man dann so ein Mittelweg finden wollte zwischen den ganz strikten naturwissenschaftlichen Gesetzen und den Dingen, die im menschlichen Bereich gelten, die dann eine hohe Wahrscheinlichkeit sozusagen haben, dass eine Sache so und so abläuft. Deshalb hat man ja dann auch sehr gern, und was ich sehr gut finde, vergleichend gearbeitet. Also ich finde, generell hat die New Archaeology viel gebracht für alle archäologischen Disziplinen.
stark horizonterweiternd gewirkt, und einen ganz wesentlichen Aspekt sehe ich in diesem Ansatz, ganz viele Kulturen zu vergleichen. Das war ja lange Zeit, gerade in der klassischen Archäologie, sehr verpönt, hat sehr weit zurückreichende Traditionen schon. Winkelmann hat ja kulturvergleichend gearbeitet, und dann ist ja dieser große Streit später entstanden, ob was zum Beispiel jetzt konkret die Griechen und die Ägypter, kann man Dinge im Griechischen ableiten aus dem Ägyptischen, und dann gab es eben diese schon im frühen 19. Jahrhundert sehr ausgeprägte Tendenz, die die Einzigartigkeit der griechischen Kultur betont hat und eben alle solchen Verbindungen dann in Frage gestellt hat. Und damit ist dann auch diese ganze Frage des Vergleichs, die sind sozusagen so unvergleichlich, die Griechen, dass man dann von dieser Methodik des Kulturvergleichs, dass man die als irrelevant oder dilettantisch abgetan hat, was ich aber für einen großen Fehler halte, weil ich finde, gerade nur durch Vergleich kann ich Alternativen erkennen und kann wissen, was alles möglich ist, und dann auch besser einordnen, was ich an konkreten Phänomenen vor mir habe. Und diese Möglichkeit, da hat die New Archaeology jedenfalls einen sehr wichtigen Anstoß gegeben, dass man doch heute viel eher bereit ist, als allein schon auch durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es gibt jetzt ja sehr viele Kongresse, die ganz verschiedene, denn dann kommt einer der Ägypten und ein anderer der den Nahen Osten, einer der klassisch archäologisches und einer der vielleicht nordeuropäisch und frühgeschichtlich, und ein dritter der, oder ein fünfter oder sechster, der was Südamerikanisches oder so dazu bringt, und dann wird das Bild viel reicher, finde ich, und man versteht besser, was jetzt wir da konkret vor uns haben, wenn wir uns mit der griechisch-römischen Vergangenheit beschäftigen. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch von Methoden profitieren können. Manche Fächer haben Methoden entwickelt, die sich ohne weiteres übertragen lassen. Also ich selber habe mich ja viel mit Grabforschung beschäftigt. Und da kann man wirklich das Allermeiste übernehmen, was andere archäologische Disziplinen entwickelt haben. Denn Grab ist Grab und Tod ist Tod bei den Menschen. Nur wie es dann jeweils ausgeformt wird, das ist halt sehr verschieden. Und da kann man mit derselben Methode dann eben zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, die dann kulturspezifisch sind. Und vielleicht nochmal, um diesen Themenkomplex abzuschließen, wie würden Sie die Archäologie zumindest zwischen Geistes- und Naturwissenschaft ausrichten? Ja, natürlich hat die Naturwissenschaft ein ungeheures Gewicht gewonnen in der heutigen Archäologie. Man muss aber immer nochmal, denke ich, so Fächer auch von ihren Fragestellungen her definieren. Und Sie haben ja sehr richtigerweise schon mal das chronologische oder datierungsmethodische Problem angesprochen und die Frage, wie fein müssen Datierungen eigentlich sein, damit sie uns was bringen. Und in der Tat kann man ja immer sagen, Datierungen sind für uns eine Voraussetzung, um Dinge besser zu beurteilen, aber sie sind natürlich kein Endzweck. Wenn ich nachher lauter fein datierte Dinge habe, aber gar nichts damit anzufangen weiß, dann hilft mir das nichts. Dann, also da würde ich dann vielleicht wirklich sagen, oder mit gutem Recht sagen, können wir als klassische Archäologen oder überhaupt als Archäologen sagen, die Naturwissenschaftler sind in diesem Fall dann unsere Hilfsdisziplinen. Das werden die natürlich nicht gerne hören, aber für die Frage XY kann ich dann eben durch Materialanalyse, durch C14-Datierung, was auch immer, durch die ganzen geophysikalischen Methoden wichtige Erkenntnisse gewinnen, die mir helfen, mein Forschungsziel genauer einzugrenzen. Also gerade bei der Geophysik ist es ja ein wichtiges Hilfsmittel, besser zu verstehen, wo ich jetzt dann konkret archäologisch ansetzen will. Oder eben Dinge kontrollierbarer zu machen, dass Datierungen, die ich vielleicht auf anderen Wege gewonnen habe, und wenn die jetzt die nochmal naturwissenschaftlich absichern und rückkontrollieren kann, ist es natürlich sehr, sehr wertvoll. Also insofern denke ich, das ist eine ganz wichtige Ergänzung, aber das kann die, aus archäologischer Sicht kann es die eigentlich archäologischen Fragen nicht ersetzen. Ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich wirklich sehr spannend. Ich würde jetzt ganz gerne zu Ihrer Person kommen. Und dabei eigentlich direkt am Anfang anfangen. Also dementsprechend würde mich interessieren, wann und wo Sie geboren sind und was waren das insgesamt dann auch für Verhältnisse, also familiärer Hintergrund, der dabei eine Rolle spielt.
So, und natürlich dann auch, wie sie aufgewachsen sind und wie sie dann eventuell auch zur Archäologie gekommen sind. Ja, geboren bin ich in Landau in der Pfalz, bin dort aber nicht aufgewachsen. Dort lebten meine Großeltern und ich habe da also nur sozusagen die Zeit meiner Geburt zugebracht und schon wenige Wochen später bin ich dann in mein eigentliches Elternhaus zurückgekehrt mit meinen Eltern, und zwar in Marburg an der Lahn, wo ich auch meine ganze Schulzeit verbracht habe und Abitur gemacht habe und sogar auch das Studium begonnen habe. Und ja, wenn Sie fragen nach den prägenden Erfahrungen für meine Wahl, die ich dann getroffen habe, Archäologie zu studieren, da spielten sicherlich mein Elternhaus eine Rolle. Meine Eltern waren beide Kunsthistoriker und insofern der ganze Bereich von Geschichte und Kunst und so war mir da schon vertraut. Und auch der Bereich des Museums, weil mein Vater im Museumsbereich tätig war. Während der ganz deutliche Akzent auf dem Archäologischen, einerseits meine Mutter, mein Vater war nicht sehr archäologisch interessiert, aber meine Mutter eher schon, die hatten das beide auch im Nebenfach gemacht, aber meine Mutter wirklich mit mehr Leidenschaft und hat mich da bestimmt beeinflusst. Und dann habe ich schon früh, ja, weiß nicht, ob meine Eltern das vielleicht gar nicht so forciert haben, aber ich war schon früh in der Grundschule klar, dass ich dann später ins altsprachliche Gymnasium in Marburg gehen wollte. Das ist das Gymnasium Philippinum. Sehr alt, wird jetzt bald 500 Jahre alt. Allerdings leider gerade damals schöner Altbau abgerissen worden, als ich eingeschult wurde dort. Und man musste in einem scheußlichen 70er-Jahre-Neubau auf der grünen Wiese seine Schulzeit dort verbringen, seine 9 Jahre. Das hat mich immer sehr geschmerzt, dass dieser Aspekt, der mir auch immer sehr wichtig ist, dieser, was ich heutzutage ja sehr mache, Wissenschaftsgeschichte und diese Frage der Rezeption und der Traditionsbildung, das hatte diese Schule eigentlich sehr zu bilden, es war aber irgendwie so ein bisschen ausradiert durch diesen Gebäudewechsel damals. Nichtsdestotrotz war es aber eine noch damals voll ausgeprägte altsprachliche Schule, hat man mit Latein begonnen in der 5. und Griechisch war damals nicht mehr Pflicht, aber ich habe das natürlich gewollt, weil ich ja schon ein bisschen diese Tendenz hin hatte zur Antike und ja, habe dann also auch später Griechisch Leistungskurs gemacht. Deutsch und Griechisch war damals musste man 2 Leistungskurse. Ich war der erste Jahrgang, der dieses neue Kurssystem hatte, was man damals reformierte Oberstufe nannte. Und habe das damals sehr positiv empfunden, weil ich diese tollen Wahlmöglichkeiten, die damals, glaube ich, noch viel ausgeprägter waren als im jetzigen Schulwesen, die habe ich da voll ausschöpfen können, also vor allem auch im sprachlichen Bereich. Ich habe zeitweise da 5 verschiedene Sprachen machen können. Das war wirklich luxuriös, was die Schule da geboten hat. Und aber vor allem hat sie einen sehr, sehr guten Griechisch- und Lateinunterricht gemacht und vor allem mein Griechischlehrer, der auch mein Tutor hieß es damals, die Leistung, also in dem Kurssystem hatte man nur so einen, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, dass so einen, der sozusagen den Klassenlehrer ersetzt hat. Das war auch mein Griechischlehrer, der gerade jetzt vor 2 Wochen im Alter von 94 Jahren, glaube ich, gestorben ist. Der war selber promovierter Altphilologe, hatte über Homer promoviert und da Aufsehen erregt auch. Wilhelm Mattes war sein Name und der war also ein richtiger, ja, Vollblutforscher auch und hat es uns in der Oberstufe sehr stark vermittelt, auch dieses wissenschaftliche Denken, Textkritik, all diese Sachen, die ganze Homer-Philologie und so, das haben wir alles immerhin schon in der Oberstufe dort bei ihm gemacht. Und insofern muss ich ehrlich sagen, als ich dann anfing, ich habe dann auch in Marburg angefangen, weil Marburg hat ja eine sehr gute Uni und auch eine sehr schöne archäologische Infrastruktur, mit einem Gebäude, wo Kunstgeschichte, Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie, christliche Archäologie alle in einem Haus sind und das Museum, das Marburger Museum, wo mein Vater gearbeitet hat. Und das war insofern dann für mich naheliegend, dort zu beginnen. Dort waren damals Bernhard André und Bernhard Schmalz, die
Professoren, Marianne Bergmann, die dann ja später nach Göttingen gegangen ist, war die Assistentin. Und die ersten 4 Semester habe ich dann dort studiert. Und nach dieser Schulerfahrung, die ich da gerade eben geschildert habe, muss ich sagen, war das dann fast, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen überpräpariert durch die Schule, weil dieses Niveau, was wir da bei unserem Griechischlehrer hatten, das habe ich dann, ich hatte dann nämlich auch brav Griechisch und Latein als Nebenfächer gewählt und auch alte Geschichte. Das war dann irgendwie so ein bisschen enttäuschend für mich, aber vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, wenn, ist ja klar, schon damals kamen die Leute von verschiedenen Schulformen und konnten jetzt nicht alle genau das mitbringen, was jetzt uns da in dem Gymnasium Philippinum mitgegeben worden war. Anderes hat natürlich auch bei uns gefehlt. Aber jedenfalls dadurch war das jedenfalls ein sehr fließender, war jetzt nicht irgendwie so eine Art Unischock, den ich da erlebt habe, dass das jetzt für mich eine ganz fremde neue Welt war, sondern vieles, ja, da konnte ich da sehr gut eigentlich anknüpfen aus dem, was wir schon in der Oberstufe gemacht hatten. Ich hatte immer so, aber so ein bisschen auch geliebäugelt mit der Kunstgeschichte, aber das war mir irgendwie so ein bisschen verbaut durch meine Eltern sozusagen. Ich wollte jetzt ja nicht genau sowas machen wie meine Eltern und habe mich daher immer sehr stark auf, oder habe mich dann immer natürlich auf die Antike konzentriert. Allerdings weiterhin immer auch sehr für die neuere Kunst, also mittelalterliche Kunstgeschichte bin ich nie so richtig warm mit geworden, aber die neuere Kunstgeschichte schon. Und ich bin ja, habe dann nach dem 4. Semester die Uni gewechselt, bin nach München gegangen und dort fand ich die klassische Philologie dermaßen altbacken und furchtbar, dass ich dann ganz schnell mich anders orientiert habe und habe dann meine Nebenfächer etwas umstrukturiert, habe dann alte Geschichte und Kunstgeschichte gemacht und bin damit auch dann, finde ich, gut gefahren und und konnte dann in meinem späteren Forschen ja durchaus diesen kunstgeschichtlichen Aspekt mit einbringen, jetzt gerade auch in letzter Zeit, dadurch, dass man hier in Göttingen in meiner Funktion habe ich es ja sehr viel jetzt auch mit 18. Jahrhundert und so zu tun, mit den ganzen Dingen, die ja Christian Gottlob Heine und Konsorten hier aufgebaut haben und da ergeben sich immer wieder auch schöne Zusammenarbeiten mit unseren Kunsthistorikern. Ich habe ja mehrere Seminare hier gemacht, auch 2 mit Herrn Noll, mit Frau Sohaus und so weiter, mit Herrn Luchterhand. Das sind alles gute Gelegenheiten, finde ich, wie man, ja, wie ich persönlich meine Tendenz, Archäologie und Kunstgeschichte zu verbinden, da der nachkommen kann. Aber generell finde ich solche interdisziplinären Lehrveranstaltungen was sehr Schönes, haben wir auch schon in München dann vor allem. Bei Zanker habe ich da ja studiert, der hat das auch gern mit anderen Dozenten zusammen gemacht, aus anderen Fächern. Finde ich immer eine gute Sache, die man unbedingt wahrnehmen sollte als Dozent, aber natürlich auch, wenn Studierende da Vorschläge haben, würde ich versuchen, das auch immer aufzugreifen, wenn die sagen würden, machen Sie doch mal, können manchmal da was machen in der Richtung an Zusammenarbeit, würde ich durchaus da gucken, ob man da was wirklich auf die Beine stellen kann. Vielleicht können wir nochmal auf die Marburger Zeit zurück, weil was mich natürlich interessiert, wenn man das so hört, dann klingt es so, als wäre von vornherein diese Karriere irgendwie klar gewesen. Also von vornherein war Antike, so ist der Interessenschwerpunkt natürlich, auch durch die Eltern und sicherlich dann auch die Nähe irgendwie zur Universität und so hat man das Gefühl, dass zumindest Archäologie vielleicht immer präsent war für sie. Aber gab es auch so gerade auch in der Jugend irgendwie Zeiten, wo man auch natürlich andere Interessen noch hat, beziehungsweise dann auch vielleicht andere Berufswünsche ergreifen wollte oder dann vielleicht auch über Geschichten wie eine Ausbildung nachgedacht hat? Also ich hatte, als ich dann Richtung Abitur und Studienwahl kam, das schon ziemlich für mich entschieden. So in der Mittelstufe war ich eigentlich eher naturwissenschaftlich interessiert. Ich dachte, ich hatte einen Onkel, der Chemiker war und den ich sehr bewundert habe und der, da habe ich gedacht, und da habe ich mich sehr für Chemie interessiert, so zwischen 13 und 16, vielleicht so dieses Alter ungefähr. Habe auch immer gern zu Hause so chemische Experimente gemacht etc. Und dann hatte ich allerdings einen sehr unsympathischen Chemielehrer, mit dem ich mich auch überhaupt nicht vertragen habe. Und aber es kam auch anderes hinzu. Ich will das jetzt überhaupt nicht darauf schieben, dass ich gemerkt habe, dass
Ja, Naturwissenschaft, aus den Gründen, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, nichts für mich ist dieses Zeitlose daran, dieses, dass letztlich der Mensch da ja auch weggedacht werden kann. Es sei denn, man würde jetzt Medizin machen oder so, dann wäre der Mensch natürlich wieder sehr nah, aber so diese chemischen Physik hat mir nie so besonders gelegen oder ja, je abstrakter das dann sich vom Menschen entfernt, desto weniger habe ich gemerkt, kann mich das dann wirklich erfüllen. Also ich glaube, das hatte ich schon geklärt im Alter von 16, 17 Jahren, dass ich keine naturwissenschaftliche Laufbahn machen will. Medizin stand im Raum, vor allem als Wunsch meines Vaters. Also vom Abitur her hätte ich alles studieren können. Und damals war das gerade besonders scharf, so mit dem Numerus Clausus etc. Und ich habe dann oft zu hören bekommen, ja, dass ich sozusagen mein Abitur verschenkt hätte, dadurch, dass ich jetzt sowas wie Archäologie, was jeder beliebige machen kann, studiere. Aber das hat mich nie irgendwie beeindruckt. Also dass Leute, was damals häufig vorkam, nur deshalb Medizin studiert haben, weil sie ein gutes Abitur hatten, das fand ich immer absurd. Und ich muss dazu sagen, dass in meiner Familie ganz viele Mediziner sind. Also Vater meiner Mutter war Mediziner und mein Onkel und mein Bruder ist jetzt auch wieder Mediziner geworden, etc. Auch in unserer Generation haben wir mehrere Mediziner in der Familie. Insofern wäre das jetzt nichts ganz Fremdes gewesen, aber ich habe von Anfang an überhaupt keine Tendenz in dieser Richtung gehabt, sondern insofern auf jeden Fall geisteswissenschaftlich. Und dann war es so ein bisschen auch so ein langes Überlegen, so ein Ausschlussverfahren. Also auch nochmal um die Eingangsfrage mit Archäologie und den philologischen Fächern vielleicht nochmal anzusprechen. Ich habe das ja eben gerade erzählt, dass ich da eben sehr intensiv alte Sprachen gemacht habe. Und also schon durchaus, glaube ich, einen guten Begriff davon bekommen habe, was die klassische Philologie ist und so. Aber ich habe dann auch da schon gemerkt, dass dieses rein Textliche nichts für mich ist. Also dieses Umgehen mit Bildern, mit Objekten war mir eindeutig, stand für mich im Vordergrund. Und dann da eben mehr so die Frage, muss es wirklich Antike sein oder kann es vielleicht nicht doch Neuzeit sein? Das hat aus verschiedenen Gründen, habe ich mich dann eben doch eindeutig für die Antike entschieden. Also es hat sich sozusagen so ein bisschen rausgemändelt, was kommt in Frage, was kommt nicht in Frage. Ich habe das sozusagen im Ausschlussverfahren dann herausgefunden, dass dann doch Archäologie das ist, was mich da vielleicht am meisten interessiert. Was nicht heißt, dass ich jetzt immer und auch heute noch immer ein glühender Archäologe bin, der jetzt, also es gibt ja viele, die sind dann so erfüllt davon, dass es für sie gar nichts gibt außer der Archäologie und sich für andere Fächer nicht interessieren. Ich interessiere mich, glaube ich, nach wie vor sehr auch für andere Disziplinen, zumindest im geisteswissenschaftlichen Bereich. Deshalb habe ich ja gesagt, auch gerne interdisziplinär. Also insofern versuche ich doch da immer die Augen offen zu halten, auch über die archäologischen Fachgrenzen hinweg und bin jetzt nicht so jemand, der vollkommen in der Archäologie selber aufgeht. Was mich auch vielleicht dabei sehr stark interessiert oder was dann vor allen Dingen, glaube ich, auch mit dem Studium dann interessant wird, diese grundlegende Motivation für Archäologie. Also Sie beschreiben das immer sehr stark mit dem Interesse und mich interessiert dabei, wie dieses Interesse entsteht, ob das halt über die pure Erfahrung und Begeisterung entsteht, ob das durchaus auch durch soziale Bedingungen entsteht, also natürlich jetzt durch das Elternhaus, vielleicht durch eine Sammlung, die man irgendwie mitbekommen hat, aber dann auch die Frage natürlich bei der Motivation, ist es dann diese pure Begeisterung, die sie dann am Ende des Tages in das Studium, zum Studium bewegt oder dann, keine Ahnung, noch arbeiten, wissenschaftlich tätig sein, das motiviert oder ist es dann eventuell, das ist vielleicht so eine Sache, eventuell auch manchmal so dieser Wettbewerbsgedanke irgendwie, ist, dass man von sich selber ja der Meinung ist, dass man eine gewisse Person darstellen möchte, beispielsweise. Man will eben der Wissenschaftler werden, man möchte vielleicht Archäologe werden und aus diesen Gründen dann auch sehr viel Motivation herauszieht. Ja, also Wissenschaft, so eine wissenschaftliche Tätigkeit, ich glaube, das habe ich schon früh gemerkt, dass mir das irgendwie adäquat ist. So. Also wenn wir jetzt auch mal ganz weggucken vom wissenschaftlichen Bereich, also im ökonomischen Bereich oder in solche Bereiche, das hätte mich nie irgendwie angesprochen. Und
Aber es ist eher so eine Sache der Fähigkeit auch, wo man auch sagt, also man merkt, man kann das oder darin kann man am besten vielleicht auch so ein Talent irgendwie mitnehmen. Ich denke auch, dass häufig natürlich Interesse ja auch durch Loben und so etwas entsteht. Und wenn man merkt, auch in der Schule, dass man gefördert wird in gewissen Bereichen, dass es dann eben auch über Talent vor allen Dingen hervorkommt. Klar, also das kam natürlich auch dazu so ein bisschen zurück, dass durch diese Lehrer, die einem dann auch bestärkt haben und weiß ich, das ist dann so ein Wechselspiel, kann ich jetzt ganz schwer so rekonstruieren, wie das jetzt genau war, weil also ich hatte mir da sozusagen schon so mein Wertesystem irgendwie aufgebaut, wo ich dem der wissenschaftlichen Forschung durchaus immer einen hohen Stellenwert gegeben habe schon in der also das spielt bestimmt auch eine Rolle mit diesem besagten Griechischlehrer, dass der so wissenschaftlich rangegangen ist an die Sachen, dass man kapiert hat, was es heißt, wissenschaftliche Debatten zu führen, dass es eben nicht nur richtig falsch gibt, sondern dass es interessante Kontroversen gibt, die auch nicht veralten in gewisser Weise. Das finde ich ja immer das Faszinierende an Wissenschaftsgeschichte, dass man da zurückgehen kann und das ist eben wohl auch wieder anders als bei den Naturwissenschaften, wo ja schon die Forschung von vor 10 Jahren dann praktisch für den Reißwolf ist, wie man auch an den Entwicklung der Bibliotheken sieht, die dann entsprechend entsorgt werden können. Das ist halt bei unseren Fächern total anders. Das ist immer wieder ein fruchtbarer, anregender Boden ist, auch dann zurückzuspringen in der Wissenschaftsgeschichte und ganz woanders wieder anzuknüpfen. Natürlich immer mit veränderten Fragestellungen, das ist klar. Und insofern diese Art von wissenschaftlicher Beschäftigung war mir da sicherlich schon sehr früh sehr nahe, dass ich da mich drin mit identifiziert habe, würde ich auf jeden Fall sagen. Und die Faktoren jetzt das genauso machen, also jedenfalls war es nicht, um jetzt irgendwie einen schicken Beruf zu haben. Also das war ja sehr unsicher. Schon damals wurde immer gesagt, ja, da musst du gar nicht damit rechnen, eine Stelle zu bekommen und so. Das ist nicht erst heute, dass man das praktisch jedem, oder vielleicht so fast schon mehr, ich bin ja geburtenreicher Jahrgang, wo es eben noch ganz, ganz knapp war. Je jünger man heutzutage ist, desto mehr hat man ja Hoffnung, später dann doch auch eine Stelle zu kriegen. Solange es diese Stellen noch gibt, müssen die dann ja irgendwie besetzt werden. Und das war damals ganz anders, Ende der 70er Jahre. Und da habe ich aber immer gesagt, nee, das ist für mich jetzt wirklich nicht relevant, ob ich da jetzt eine Stelle kriege oder gar gut verdiene oder irgend sowas. Also dieser Karriereaspekt hat für mich nicht, also wenn ich jetzt schon versuche, mich zu besinnen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Dann ist natürlich immer die Frage, die man ja als jeder vom ersten Semester an, wenn er sagt, ich studiere Archäologie, wird dann natürlich jemand fragen, wo hast du schon ausgegraben und so. Hm. Dieser Grabungsaspekt hat für mich eigentlich nicht so eine, ich habe schon vor dem Studium an Grabungen teilgenommen und dann auch noch im Studium, aber habe so gemerkt, dass diese Sache aus verschiedensten Gründen jetzt nicht so meins ist. Das kann vielleicht beigetragen haben, überhaupt zu dieser Entwicklung hin zur Archäologie, das also im Schulalter ist, glaube ich, für jeden Jugendlichen hat das einen Aspekt, der faszinierend ist, dieses Aufdecken, dass da was Verborgenes unter der Erde ist und so weiter. Aber dann die Erfahrung von Grabung selber bis hin so in den Außerwissenschaften, ich meine, so die Gruppendynamik bei Grabungen fand ich irgendwie, da hatte ich viele unangenehme Erfahrungen und habe gemerkt, dass es nicht so meins ist, also diese Art, sind auch Grabungen, zumindest damals, waren oft sehr hierarchisch organisiert mit dem großen Chefausgräber irgendwie so an der Spitze und dann seinen ganzen und in unterschiedlichen abgestuften Etagen seine Untergebenen und die entsprechenden Intrigen und so. Das fand ich, also ich habe da, das war ich gerade dumm erwischt, aber die Grabung, wo ich dabei war, das war keine schöne Erfahrung und das hat vielleicht mit dazu beigetragen, dass ich nicht so ein Grabungsarchäologe geworden bin, sondern ja, meine Dissertation ging dann ja über was ein Thema, was angesiedelt war im Museum in Tarent. Habe da eben sehr intensiv dann an der Aufarbeitung von älteren Grabungen, die unpubliziert waren, gearbeitet. Also das finde ich natürlich, ich finde Grabung natürlich A und O von Archäologie, das will ich damit nicht sagen. Ich spreche nur davon, was mich persönlich jetzt
als Tätigkeit anspricht. Und da finde ich es natürlich absolut wichtig, sehr gut dokumentierte Grabungen zu haben, die dann aber eben auch ausgewertet werden müssen. Und ich habe mich da eben dann um die Auswertung gekümmert. Aber versuche immer, ich bin auf keinen Fall einer von den Archäologen, die ja auch nicht selten sind, die gerne so ganz schreibtischmäßig arbeiten, ganz weg von den Objekten. Ich will immer schon umgehen mit den Objekten. Und deshalb habe ich eigentlich auch hier jetzt die richtige Tätigkeit so zwischen Lehre, Forschung und Museumsarbeit. Das ist eigentlich für mich durchaus passend. Ja, also ich finde es auch interessant, weil man dabei, glaube ich, auch sehr stark diese Vielfältigkeit sieht. Also ich denke jetzt auch gerade im Studium muss man ja auch immer sehen, was macht man jetzt? Also geht man ausgraben, lässt man es dann lieber sein? Das ist ja dann auch sehr fachspezifisch. Also ich denke mal, in der klassischen Archäologie ist es, glaube ich, weniger ungewöhnlich, denn dann auch höhere Semester noch nicht ausgegraben haben als beispielsweise in der hohen Frühgeschichte. Aber dennoch ist es natürlich sehr interessant und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu Ihrem Studium, weil ich weiß, dass Sie ja neben Marburg und München ja auch noch in Bonn studiert. Mich würde natürlich interessieren dabei, warum überhaupt, also wie Sie auf diese einzelnen Studienorte gekommen sind. Marburg haben wir ja schon ein bisschen geklärt. Und dann auch, was mich natürlich interessiert, haben Sie sich dann auch im Studium halt ausprobiert? Haben Sie auch mal andere Veranstaltungen sich angesehen? So sei es dann eben auch in der Geisteswissenschaft beispielsweise, vielleicht mal eine moderne Geschichtsveranstaltung, andere altertumswissenschaftliche Fächer oder sei es Philosophie, Soziologie, Kulturanthropologie und so. Genau da einfach, wie haben Sie sich da vielleicht auch, sagen wir mal, interessensmäßig ausgelebt? Ja, also ich habe das Studium schon relativ weit angelegt gehabt, indem ich sowohl, also alte Geschichte, als auch Griechisch, als auch Latein erstmal als Nebenfächer gemacht habe. Dann habe ich, vielleicht muss man heutzutage das noch erklären, wie das Studium damals war. Das war ja sogar noch vor den Zeiten, als ich anfing, da gab es ja noch nicht mal den Magister, sondern hat man ja angefangen zu studieren, bis man dann irgendwann promoviert hat. Und erst während meines Studiums wurde dann der Magister eingeführt. Und dann musste man immer ein Hauptfach nehmen und eigentlich zwei Nebenfächer. Das war die Regel, aber man konnte eben, die musste man anmelden bei der Immatrikulation und so weiter. Aber man konnte natürlich frei auch weiteres studieren und ich hatte eben von der Schule kommend sehr stark gedacht, ich muss wirklich sehr, sehr gut sein, auch in Griechisch und Latein. Ich finde es nach wie vor sehr sinnvoll, wenn man die Sprachen auch von den Kulturen, mit denen man sich da beschäftigt, auch irgendwie verstehen kann und damit arbeiten kann und die Schriftquellen auch entsprechend nutzen kann und nicht nur auf Übersetzungen angewiesen ist. Und deshalb habe ich das immer auch intensiv betrieben. Also macht man ja dann diese Stilübungen, was heißt vom Deutschen ins Griechische, ins Lateinische übersetzen und so. Dann auch eine Weile getrieben, wie gesagt, bis zu dem Wechsel nach München, wo ich plötzlich gemerkt habe, wie super öd auch dieses Fach, zumindest nach meinem damaligen Empfinden auch sein konnte. Und habe es dann eben gewechselt. Aber dann hatte ich ja eben schon früh auch da habe ich schon in Marburg mit angefangen, noch nicht eingetragen, aber schon als Lehrveranstaltung auch Kunstgeschichte zu machen. Und habe auch in Marburg schon philosophische Vorlesungen und sowas gehört. Ethnologie damals noch nicht so sehr, wie wichtig eben die Ethnologie, die Kulturanthropologie für die Archäologie ist. Ist mir dann erst durch meine Beschäftigung mit den Gräbern und so weiter, mit meinem Dissertationsthema richtig klar geworden über diese englische Schiene, diese englische Literatur, die damals sozusagen, noch nicht mal kann man sagen, nach Deutschland reingeschwappt ist. Das war ganz seltsam, wie wenig das eigentlich wahrgenommen wurde damals. Aber da habe ich ja schon in München studiert und München hat ja diese riesige Bibliothek, weil die so gut mit Geld gesegnet sind, konnten die schon damals ganz breit einkaufen, was jetzt Neuanschaffung von Büchern betraf und da fand man eben so alles Mögliche da im Regal, was dann vielleicht sonst kein anderer überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Aber ich habe das mir dann auf die Weise da schon in der Archäologischen Bibliothek so ein bisschen erschließen können, was da so alles im Gange war in den späteren 80er Jahren mit diesen Wechselbeziehungen dann zwischen New Archaeology und klassischer Archäologie. Das war ja etwas, was vor allem in England dann, in Cambridge vor allem stattfand, dieser Dialog. Und der hat mich da sehr methodisch beeinflusst. Sonst noch weiter entfernte Fächer
müsste ich jetzt überlegen, ein bisschen Germanistik oder so, aber ein bisschen war so die eine oder andere Vorlesung vielleicht, aber auch nicht regelmäßig. Also hatten Sie im Studium eigentlich schon so eine Art Forschungsschwerpunkt, irgendeine Sache? Also jetzt, Sie haben jetzt schon dieses Theoretische innerhalb der Archäologie schon auf jeden Fall benannt, aber auch gerade wenn man sich dann die Studienorte auswählt beispielsweise, achtet man ja durchaus darauf, dass man auch an den jeweiligen Ort dann da noch vielleicht dann doch dann die Fachikonen irgendwie unterrichten beispielsweise. Gab es das damals schon für Sie? Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also ich habe dann schon bald gemerkt, dass das mich in Marburg nicht so ganz befriedigt hat. Also ich will jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das hier der Ort ist, jetzt sehr über Personen zu reden und deren wissenschaftliches Profil will ich vielleicht jetzt mal lieber hier unterlassen. Aber jedenfalls war mir das, was da in Marburg in der Archäologie geboten wurde, dann letztendlich zu wenig. Also Frau Bergmann hat damals, glaube ich, nicht unterrichtet. Aber was die beiden Professoren gemacht haben, das war dann irgendwie mir dann, jedenfalls wollte ich da dann noch anderes kennenlernen. Und damals, das war dann Anfang der 80er Jahre, war ganz klar, dass es eigentlich so drei, wenn man so will, ja, drei Mekkas sozusagen gab in Deutschland. Das größte Schule gewissermaßen in der Zeit war Bonn mit Himmelmann. Und dann hatte sich aber Zanker, der ja kurzzeitig hier in Göttingen gewesen war, von 72 bis 76 ist, glaube ich, Zanker hier gewesen, ja. 72 bis 76, der war dann 76 nach München gegangen und hatte ganz viele Leute auch aus Göttingen, wo er schon als sehr junger Dozent sehr viele Leute angezogen hat. Also es gab hier regelrecht so eine Art Göttinger Schule, die dann mit nach München gewechselt ist, eine Göttinger Kolonie dort. Zum Unmut der alteingesessenen Münchner im Institut. Und dann hat Zanker da voll aufgedreht. Der war ja, und ist ja, glaube ich, heute immer noch ein höchst organisatorisch begabter Mensch und hat unglaublich viel dort angeleiert in München. Es war ganz klar, dass da ganz laut die Musik spielt in München. Und das Dritte, damals noch so auch noch mehr im Entstehen, war Heidelberg mit Hölscher. Also die drei, das waren so die drei, wo am meisten Promotionen und so weiter stattfanden. Das hat man schnell mitbekommen. Und ich hatte mich dann für München entschieden, wo übrigens auch meine Eltern studiert hatten, wo ich auch viele persönliche und familiäre Kontakte hatte. Und war dann aber immer so ein bisschen unsicher, weil von meiner eigenen Interessenprägung war ich eigentlich gar nicht so Zanker-mäßig ausgerichtet, sondern eher Himmelmann-mäßig. Ich hatte schon viel von Himmelmanns Arbeiten vorher gelesen und habe gedacht, jetzt gehe ich erstmal nach München, so war da aber lange unsicher. Und als dann Zanker mal ein Freisemester hatte und nach Amerika ging, habe ich dann die Gelegenheit ergriffen, nach Bonn zu gehen und mal an Himmelmann direkt zu hören und war da schwer beeindruckt wirklich von dessen Vorlesung vor allem. Was waren das für Interessenschwerpunkte oder was waren das da? Also damals hat er gerade zum ersten Mal diese Vorlesung über ideale Nacktheit gehalten, die er dann auch als Buch, er hat ja mehrere Bücher dann gemacht, wo er dieses Problem der Nacktheit in der Ikonografie der Griechen, aber auch in der Rezeption, in der Neuzeit, da gibt es ja ein eigenes Buch nochmal von ihm drüber, also diese Frage der Rezeptionsgeschichte ist mir da auch schon klar geworden, auf die ich bis dahin noch nicht so gestoßen war, aber das war sehr eindrucksvoll bei Himmelmann. Und im Seminar, das ich dabei eben gemacht habe, da ging es für mein Referatthema um Grabfunde aus oder um Terrakotten aus Grabfunden, und zwar aus dem Schwarzmeergebiet. Das Seminar selber, das war auch, das bei Himmelmann waren, glaube ich, alle Lehrveranstaltungen immer Vorstufen zu irgendwelchen Büchern, die er dann später gemacht hat. Da ging es um, ich muss mich gerade nochmal besinnen. Ich glaube, in dem Seminar ging es insgesamt um Grotesken und Karikaturen und solche Dinge, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls mein Thema waren Terrakotten so grotesker Art, die in so einem berühmten Grabfund im Schwarzen Meer in der Krim gefunden worden sind. Und dadurch bin ich dann auf die Terrakotten gestoßen. Ich hatte mich vorher immer schon, das war eigentlich schon am Anfang des Studiums, sehr für Hellenismus interessiert. Habe auch eine tolle Kräzistik-Vorlesung bei dem damaligen Marburger Kräzisten Ländle über hellenistische Dichtung gehört. Die hat mich, also davon zehre ich noch heute. Dachte immer, es müsste irgendwas mit Hellenismus sein, was ich mal mache.
Hellenismus fand ich als Epoche immer ganz faszinierend, weil es ja erstens ein sehr unzureichend erforschte, natürlich auch quellenmäßig schwierige Zeit. Und gleichzeitig, damals habe ich das vielleicht noch naiver gesehen als heute, kam es mir sehr modern vor, also diese Vielschichtigkeit des Hellenismus, diese Gebrochenheit, die da in vielem drin ist und so. Das fand ich äußerst faszinierend, auch in der hellenistischen Skulptur, diesen Realismus etc. Und genau diese Themen hat ja damals Himmelmann intensiv diskutiert. Und deshalb war das dann ja naheliegend, dass ich dann auch mal Bonn ausprobiert habe. Und dann kam diese Gretchenfrage, stand an, ich muss jetzt ein Magisterthema finden. Und dann war ich so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil sowohl Himmelmann hat mir ein Thema angeboten, als auch Zanker, weil es im hellenistischen Terrakottenbereich. Und das von Himmelmann war aber ein rein stilgeschichtliches Thema, wo ich also stilimmanent hätte arbeiten müssen. Es ging da um auch Terrakotten vom Schwarzen Meer aus Amisos. Und Zanker hatte diese Idee, dass es doch in Tarent offenbar Terrakotten gibt, wo man sogar die Fundzusammenhänge kennt. Hatte er irgendwie mal mitbekommen, obwohl es gab keine richtigen Publikationen dazu. Und dann bin ich noch in meiner Bonner Zeit mal nach Tarent gefahren mit einem Freund und habe mir überhaupt Süditalien zum ersten Mal angeguckt und diese verschiedenen Fundorte dort kennengelernt und dann das Museum von Tarent besucht und dort gesehen, was es da an Massen von unpubliziertem Material auch ausgestellt im Museum gab. Immer mit Angabe an den Schildchen sah man das mit der Fundorte und so. Und dann war für mich irgendwie doch ziemlich klar, dass das für mich das vielversprechendere Thema war. Denn ich hatte schon damals gemerkt, dass dieses rein stilimmanente, da kommen wir wieder auf diese Frage da letztendlich der Datierungsmethoden und der Naturwissenschaften zurück, dass mich das nicht befriedigt hat, weil so ein bisschen wie Münchhausen aus dem Sumpf sich am eigenen Schopf da zieht und das aber ja letztendlich, solange das nicht extern kontrollierbar ist, so ein Konstrukt bleibt mit den Stilabläufen. Und diese Idee, dass man zwar stilistisch durchaus ja arbeiten kann, aber immer noch ein Korrektiv hat in Form von Fundzusammenhängen, die man miteinander vernetzen kann und da auch externe Chronologien auf die Weise erzielen kann, das hat mich an dem Thema interessiert. Und dann habe ich mich also entschlossen, doch wieder nach München zu gehen und dort dann die Magisterarbeit zu schreiben. Und das war dann schon ziemlich klar, dass das so ein ergiebiges Feld ist, dass die Magisterarbeit praktisch nur so ein Testlauf war, wo ich anhand von ausgewählten Grabbefunden schon mal ein bisschen das durchgespielt habe, was da so möglich ist und wie man überhaupt dokumentiert und so. Das musste ich auch alles erstmal lernen. Das waren ja jetzt nicht alles so Dinge, die man jetzt im Studium auch schon direkt so mitbekommen hat, weil Grabforschung gerade gar nicht eine Rolle spielte in der Lehre damals. Und und daraus ist dann auch später ja mein Dissertationsthema geworden. Können Sie dann nochmal auf Ihre Promotion auf jeden Fall eingehen? Also auch dabei vielleicht, was mich interessiert, weil wir jetzt auch mal wieder diese theoretischen Aspekte hatten, inwieweit haben Sie dann auch theoretisch innerhalb Ihrer Arbeit gearbeitet? Also welche, haben Sie da noch eigene Maximen aufgestellt, neue Ansätze dafür gefunden oder sich dann zumindest auch nochmal intensiv damit auseinandergesetzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, dass ich da drauf gestoßen bin, auf diese neu angeschafften Bücher in München von Namen, die damals, glaube ich, niemandem was sagten. Ian Morris zum Beispiel hatte damals seine Dissertation Burial and Ancient Society gerade veröffentlicht. Und das habe ich mir dann angeguckt und war mir erst so ein bisschen fremd. Das ist eben Morris, der führende Vertreter innerhalb dieser Cambridger Gruppe, von der ich schon gesprochen habe, die, also damals war er blutjung, der war, glaube ich, 25, als er promoviert hat oder so. Und der hat diese Impulse aus der New Archaeology aufgenommen, aber für klassische Archäologie, hat vor allem sich eben mit dem frühen attischen Grabritual früher Eisenzeit, also vom protogeometrischen bis zum protoattischen bis ins 7. Jahrhundert, so ungefähr ist der Zeitraum, den er da in der Untersuchung beleuchtet, und hat da ganz viele Impulse aufgenommen aus der nicht klassisch archäologischen Grabforschung, also aus der prähistorischen oder sonstigen anthropologischen Forschung etc. Und also ich fand das eine unglaubliche Horizonterweiterung, die Lektüre dieses Buches und einiger anderer Bücher, die ich damals da neu entdeckt habe. Und das hat mich dann bewogen, da jetzt selber
ja entsprechend Kapitel auch in meiner Dissertation zu schreiben, wo ich versucht habe, dann diese Erkenntnisse wiederum, das war jetzt ja noch nicht, was der Morris gemacht hat, war ja noch frühe Eisenzeit, das konnte er sich noch ziemlich gut mit urfrühgeschichtlichen Methoden, das ist dann ja zeitlich nicht so fern, vereinbaren lassen, aber wenn man in den Hellenismus kommt, wird es ja wieder alles ein bisschen komplexer und so weiter. Und habe trotzdem versucht, wie man das darauf anwenden kann. Also konkret auch was die, also ein Aspekt, den man vielleicht noch getrennt besprechen kann, ist diese ganze Frage von Chronologie und Methodik der Chronologieermittlung. Das ist der eine Aspekt, aber was ich hier jetzt gerade anspreche, geht mehr um die Deutung, um das Verständnis. Was sagen mir eigentlich diese Objekte, die in Gräbern gefunden wurden? Und da galt ja immer diese, und gilt ja bei vielen Forschern immer noch diese Vorstellung, naja, ich muss halt gucken, das haben die ins Grab gelegt. Das Grab ist praktisch ein Set, eine Ausstattung, wo die Leute ins Jenseits mitfahren. Und jedes, was ich dort finde an Objekt oder an Bild auf den Objekten, hat irgendwas zu tun, ja, irgendwie die fürs Jenseits fit zu machen oder zu trösten, dass sie jetzt gestorben sind oder ihnen Hoffnung zu machen etc. Das ist ja so der absolute Renner in der Grabforschung, der durch kaum irgendwelche Quellen sich absichern lässt, aber das ist wie ein Stein gemeißelt, wenn man da in die Literatur guckt. Und dass aber die Motivation, Grabbeigaben in die Gräber zu legen, vielleicht ganz anders gelagert sein kann, vielleicht gar nichts mit den Vorstellungen über Jenseits zu tun haben kann. Es muss nicht heißen, dass man den Griechen das absprechen muss, dass die sich irgendwas gedacht haben über Jenseits. Aber ob das der Grund war, warum sie jetzt diese Kanne oder dieses Bildzeichen oder sonst was, diese Terrakotte hier dem Toten mitgegeben haben, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und da war für mich die Theorie von Morris ungeheuer hilfreich, der eben gezeigt hat, wie das Grabritual eben hochgradig aufgeladener Moment, und zwar das Ritual, der Moment der Bestattung ist das Entscheidende, wo der Tote vor der Öffentlichkeit präsentiert wird in seiner idealen sozialen Rolle. Also dadurch, dass er jetzt tot ist und auch ja hilflos ist und so weiter, kommt es dann gerade für die Familie umso mehr darauf an, ja ihn sozusagen zu würdigen, zu ehren oder in der gesamten Gemeinschaft und ihn in seiner sozialen positiven Rolle dort zu charakterisieren, die sich auch über eine gewisse Ausstattung eben, die im Moment der Bestattung vorgeführt wird, manifestiert. Und diese Form der sozialen Rollenzuordnung der Bestattung, die ist so ein bisschen der Leitfaden, nachdem ich meine eigenen Interpretationen dann auch aufgezogen habe. Aber könnt ihr vielleicht nochmal konkret dann auf Ihr Dissertationsthema eingehen und zu dem, was jetzt Morris da gesagt hat, das erscheint für mich dann auch, als wäre das ein ähnlicher Fehler, den ihm vielleicht hinterläuft, wie man jetzt sagen würde, dass das beispielsweise alles Kult oder das ist ein Set, was man jetzt dem Toten mitgeben würde, weil man ja auch hier wieder von einem gewissen Wertesystem ausgeht, was einfach diese Bevölkerung, die damals da war, hatte. Also dass es offensichtlich, dass man das überhaupt in der Öffentlichkeit war, dass man diese Person würdigen wollte und solche Sachen, das hat ja auch wieder. Es ist vielleicht weniger speziell, so, es ist weniger stark ausgeführt, hat vielleicht mehr Grundemotionen und mehr Grundwerte, die man irgendwie jetzt annehmen würde. Aber selbst das könnte man noch überlegen, ist doch eigentlich ein Wertesystem, was eventuell variabel ist und was wir auch nicht von vornherein annehmen dürfen. Na, also auf jeden Fall. Also das ist jetzt aber kein Widerspruch. Ja. Das ist genau das, worauf das hinzieht. Wobei ich ja nicht nur mich an Morris orientiert habe. Der Morris ist eben noch relativ nah an der, zumindest mit dem damaligen Buch, an der New Archaeology gewesen. Und die New Archaeology hatte ja diesen Tick, auch alles so messbar zu machen, eben wegen dieses naturwissenschaftlichen Quantifizierung war ja damals immer, dass man möglichst solche, Statistiken, Kurven machen konnte, wie viel Gegenstände sind in dem Grab, wie teuer war das, wie viel Arbeitsaufwand bedeutet es, einen Sarkophag herzustellen etc. Das kann ich auf einer Skala auftragen und kann dann damit soziale Schichtung ermitteln oder irgendwas. Das ist relativ primitiv eigentlich oder naiv, diese Vorstellung, dass ich solche Dinge so eins zu eins in messbaren Werten übertragen kann. Was John Morris andeutet, aber was dann vor allem in Italien eine große Rolle spielt. Die Grabforschung hat ja gerade in Italien in den 80er Jahren auch nochmal ganz wichtige Protagonisten gehabt, und zwar vor allem in Neapel,
Bruno D'Agostino und die ganze Gruppe, die dort gearbeitet hat, Anna Maria D'Onofrio und so weiter, mit denen ich auch eng in Kontakt stand, die haben eben dieses Stichwort der Ideologia funeraria, der Grabideologie oder des Grabwertesystems, wie sie sagen, entwickelt, wie sich in Grab allem, was mit Grab zu tun hat, in Grabausstattung, in den Bildzeichen, die da verwendet werden, etc., wie sich da Wertesysteme abbilden. Gesellschaft, und zwar jetzt nicht nur völlig individuelle, denn das Individuelle können wir nicht fassen. Das mag es ja gegeben haben, dass es irgendwelche Leute gab, die sich was ganz Spezielles irgendwo gedacht haben, aber da sind wir als Archäologen einfach aufgeschmissen. Können das Einzelne nicht rauskriegen. Was wir immer rauskriegen können, sind Muster. Wir können, indem wir gucken, wie viel Dinge regelhaft immer wiederkehren, können wir sagen, aha, das ist ein Muster. Das scheint kollektiv irgendwie verbindlich gewesen zu sein. Und können auf diese Weise eben sozialen Wertesystemen auf die Spur kommen. Und ja, und genau in diese Richtung versuchte ich da zu ziehen mit dem, was ich dann da gemacht habe. Also konkret ging ja meine Arbeit über die Gräber aus der riesigen Nekropole von Tarent, die mit Terrakotta-Figuren ausgestattet waren. Und ich habe es ja vorhin ein bisschen erzählt, der Impuls war ja ursprünglich, kam sozusagen her von der hellenistischen Stilforschung und so weiter, Himmelmann etc., dieses Unbehagen, dass man Terrakotten bisher nur so aus sich selbst heraus datiert hatte. Gibt es dieses berühmte klassische Werk von Gerhard Kleiner, Tanagra-Figuren, 1942, glaube ich, erschienen, wo rein aufgrund, dass man die Bilder der Terrakotten nebeneinander legt und dann sagt, aha, hier entwickelt sich das und da entwickelt sich jenes, und dann dadurch Datierungen ermittelt. Und das fand ich immer extrem, ja, in sich kreisend und dadurch letztlich eben in der Luft hängend. Und habe deshalb ja dann geguckt, wie ich da aus diesen Gräbern mehr entnehmen kann über die Chronologie. Und erst im zweiten Schritt bin ich dann auf diese ganzen inhaltlichen Fragen gestoßen, die Frage der Deutung, was und der funktionalen Dimension, die diese Grabbeigaben hatten. Ja, also das ist ein Buch, was zwar als roten Faden die Terrakotten hat, aber versucht, das einzubetten, also das große Stichwort, was damals, kann man sich vielleicht heute auch nicht vorstellen, in der Archäologie ein Fremdwort fast war, hieß Kontext. Also heutzutage reden alle dauernd von Kontext, aber das hat sich in den 80er Jahren erst so allmählich etabliert, dass man sich ja darauf besonnert, dass eben die Dinge eigentlich nur im Zusammenhang verständlich sind, dass man so ein einzelnes Objekt, weil man noch nicht mal genau weiß, ist es überhaupt aus dem Grab und wenn ja, was war da sonst noch dabei, wenn man das gar nicht weiß, dass man das eigentlich nicht verstehen kann, sondern dass man den Gesamtkontext kennen muss. Und das hat mich dann ja auch dazu geführt, dass ich durch diese starke Kontextorientierung, die mir sehr deutlich durch die italienischen Freunde dort in Tarent vermittelt worden ist. Ich bin da ziemlich unbeleckt hingekommen und habe immer so gedacht, ich muss jetzt hier einfach so rein technisch gucken, wie ich jetzt eine Datierung für meine einzelnen Terrakotten da ermittle, damit ich sie dann umso weiter stilistisch auswerten kann. Und die haben mir gesagt, nee, das ist überhaupt nicht das, was hier zählt. Hier, was hier zählt, ist der Kontext, der kulturelle, der Grabungskontext und so weiter. Und das hat mich auch sehr natürlich beeinflusst. Also das will ich unbedingt immer betonen, wenn ich jetzt schon so viel von Prägungen gesprochen habe, dass ganz entscheidend die Prägung war dann durch die Kollegen und oder ja teilweise fast gleichaltrigen Archäologen, die ich dort in Italien kennengelernt habe, die teilweise sogar schon im Beruf waren. Der allerwichtigste unter ihnen war Enzo Lippolis, damals am Museum in Tarent, noch ganz jung. Später hat er dann eine fulminante Karriere gemacht und ist in Rom Professor an der Sapienza geworden, leider vor jetzt schon 3 Jahren ganz überraschend verstorben. Also der Name Enzo Lippolis ist für mich ganz zentral, wenn Sie nach meiner Prägung fragen. Und da auch immer ganz stark, der immer einer war, der gesagt hat, alle Theorien, die er auch sehr anspruchsvoll selber betrieben hat, aber die sind schön und gut, aber solange ich mich konkret an den Objekten orientiere und da den Teppich auch unter den Füßen behalte, ist das alles nichts wert. Also dass dieses wichtige Aspekt, dass Archäologie in erster Linie eine Objektwissenschaft ist, das hat er mir auch sehr stark vermittelt. Und auch gerade in dieser Kontext, sagen Dimension und auch sagen wir dieser Fragestellung, schließt sich auch relativ schnell der Kulturgüterschutz an, wenn man so will. Und ich denke mal noch, zwischen Promotion und dann zwischen Ihrer Heidelberger Zeit, in der, soweit ich
wenn ich richtig informiert bin, zumindest dann auch ihre Arbeiten zum Kulturgüterschutz waren, hatten sie auch noch das Reisestipendium vom DRI wahrgenommen. Und da würde mich auch interessieren, weil das auch hier wieder eine relativ lineare Geschichte ist, also wirkt es wieder für mich, dass man von Tarent aus dann über die Theorie in den Kontext, in den Kulturgüterschutz geht. Würde mich eben auch interessieren, ob sich das auch im Reisestipendium wiedergespiegelt hat. Haben Sie dann irgendwie speziell Orte besucht oder speziell versucht, sich auch solchen Fragestellungen dann zu nähern? Ja, also erstmal zum geradlinigen, ja, vielleicht in der Summe schon, aber also man muss, das kann ich vielleicht auch tröstend Leuten sagen, die sich ans Promovieren machen. Also ich habe nach 11 Semestern den Magister gemacht und dann aber nochmal 5 volle Jahre für die Promotion gebraucht. Das war ja ein sehr, sehr umfangreiches Material, was ich da bearbeitet habe. Also und dadurch war ich dann schon an der Alters, gibt ja eine Altersgrenze für das Reisestipendium vom DRI. Und ich habe sozusagen auf den letzten Drücker, wenn ich noch ein Jahr länger gemacht hätte, wäre ich schon aus der Altersgruppe rausgefallen. Also mit 29 habe ich mich dann da beworben und das dann auch bekommen. Und ja, die Reise selber habe ich ganz klassisch versucht anzulegen, also möglichst den so viel wie möglich von dem Rundfahrt ums Mittelmeer zu machen. Also man weiß ja vielleicht, das Reisestipendium ist eine sehr, sehr alte Einrichtung, die schon 1800, was weiß ich, 58 oder wann ist es, glaube ich, begonnen worden. Und damals war ganz klar, dass diese Reisestipendiaten nach Rom gekommen sind und dann von Rom aus dieses Jahr dort zugebracht haben, dort Exkursionen gemacht haben, die Museen in Rom und so weiter studiert haben. Und dann später gab es ja noch das DRI in Athen. Dann ist man nach Rom und nach Athen gegangen und so. Und erst nach und nach, je mehr DRIs es auch gab, desto mehr hat sich dann dieser Typus herausgebildet, dass man eine möglichst weite Rundreise macht. Und so finde ich das auch nach wie vor richtig, dass man diese Chance nutzt, einfach mal die ganze Breite der Mittelmeerwelt kennenzulernen. Das heißt, ich habe die Reise, zumindest den ersten Teil, zusammen mit Martin Benz gemacht, der dann später in Bonn jetzt Professor geworden ist. Und mit dem habe ich also Südfrankreich, Spanien, Marokko, Tunesien, Algerien besichtigt. Damals gab es auch Stipendiaten, die dann noch nach Libyen weitergefahren sind. Das hat sich aus verschiedenen Gründen bei uns dann nicht ergeben. Also Libyen kenne ich bis heute nicht. Das wäre jetzt auch im Moment auch schwierig, glaube ich, das nachzuholen. Und habe dann also in Ägypten weitergemacht. Israel, Jordanien, Syrien war ich sehr lange, zum Glück. Und manche sind sogar damals noch in den Irak weitergefahren. Das waren also die sich mehr für vorderasiatische Archäologie interessiert haben. Das habe ich nicht gemacht und bin dann sehr lange in der Türkei, Griechenland gewesen und noch nicht sehr lange in Italien, weil ich da ja schon meinen Schwerpunkt vorher gehabt hatte. Also letztendlich mit der Unterbrechung Libyen. Und man durfte damals nicht in den Libanon, das war noch die Zeit des Bürgerkrieges. Das war vom Auswärtigen Amt untersagt. Wäre natürlich sehr schön gewesen, auch Baalbek und solche Sachen kennenzulernen. Aber sonst war es eine ziemlich vollständige Rundtour ums Mittelmeer. Und was mich dabei interessiert hat, war einfach, das möglichst breit kennenzulernen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich gucke mir jetzt nur möglichst die hellenistischen Fundstätten an oder da, wo die besten Nekropolen sind. Das ist sowieso enttäuschend, wenn sie dann in die Museen kommen, gerade in der Türkei und so, wo man ja eigentlich tolle hellenistische Grabfunde erwarten würde. Da ist erstens dieser Kontextgedanke noch bis heute, glaube ich, nicht angekommen. Und zweitens, was man da zu sehen bekommt, ist fast nichts. Also von meinem eigentlichen vorherigen Dissertationsthema her war die Ausbeute da jetzt nicht so groß, aber das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, sondern ich habe es auch anders verstanden. Eben eher komplementär, dass ich jetzt auch mal Dinge, gerade im Westen hatte ich es natürlich furchtbar viel mit römischer Kaiserzeit und diesen unendlichen riesigen Ausgrabungsstätten da in Nordafrika und so weiter. Die hatten jetzt ja eigentlich sehr wenig zu tun mit dem, was ich in der DIS gemacht hatte. Aber umso wertvoller war es für mich, dass ich das auch jetzt mal alles selber zumindest noch ungefähr in Erinnerung habe, was es da so gibt. Ja, aber dennoch hat sie zumindest das Thema ja irgendwie noch festgehalten, spätestens dann noch in der Heidelberger Zeit, wo es ja dann auch noch zu einer Publikation von Ihnen gab, wo Sie jetzt mit einem Texte geschrieben haben, wenn ich das herausgefunden habe, auch vor allen Dingen in Kooperation mit Marina Mazzi oder Mazzei. Mazzei, ja. Und diese Publikation basierte ja auf einer Wanderausstellung, die dann durch Deutschland und die Schweiz
sozusagen unterschiedliche Städte abgenommen hat. Und da würde mich erstmal interessieren, wie kam es überhaupt zu dieser Ausstellung? Wo kam die Motivation für das Thema her? Dann genau, und welche Schwerpunkte wurden inhaltlich dabei gelegt? Also ich muss vielleicht erstmal sagen, dass mit der Dissertation und dem Reisestipendium meine Tätigkeit in Thailand bei weitem nicht beendet war, sondern eigentlich war das sozusagen, sollte eigentlich mehr so der Einstieg sein. Denn wir haben dann dort die italienischen Freunde und ich und einige andere Deutsche, Gleichaltrige, wir haben ja dieses, ich weiß nicht, ob Sie davon mitbekommen haben, dieses Talentprojekt gestartet, wo wir damals versucht haben, mit Hilfe des Computers auch schon sowas wie eine Art archäologische Karte dieser riesigen Nekropole von Tarent mit Verlinkung der Funde, dass man also von der Karte auf die Funde und umgekehrt, was damals um 1990 noch eine relativ ungewöhnliche Sache. Heute kann man da nur müde lächeln. Damals war das unglaublich aufwendig und schwierig. Und wir haben da das dann auch jahrelang sehr intensiv betrieben. Leider, ich bin dann eben in Heidelberg Assistent geworden und es ließ sich immer schwerer so miteinander alles vereinbaren. Und erst recht, als ich hier nach Göttingen kam, konnte man nicht einfach nebenher da immer noch das mit dem Volldampf betreiben, wie wir es uns eigentlich vorher gewünscht hatten. Insofern, das ist ein bisschen schade, dass das so etwas eingeschlafen ist. Aber dadurch blieb ich die ganzen 90er Jahre über und vor allem die erste Hälfte ganz intensiv noch da in Italien, in Süditalien, in Apulien beheimatet. Und schon durch den Enzo Lipolis hatte ich die Marina Mazzei kennengelernt, eine ganz eindrucksvolle Persönlichkeit, auch ein paar Jahre älter als ich, 3-4 Jahre älter als ich, die leider schon vor einer ganzen Reihe von Jahren sehr jung verstorben ist, die ich aber immer noch in sehr lebendiger Erinnerung habe und die ich also sehr, sehr bewundere nach wie vor. Und die war in der Denkmalbehörde in Foggia angestellt. Das ist also die Hauptstadt im nördlichen Apulien, mitten in der Gegend, wo damals der Fokus lag der Raubgrabung in Italien. Also in einem Umfang, wie man sich das kaum vorstellen kann, dass dort diese bis dahin noch sehr unberührten riesigen Gräberfelder, die es dort gibt, die ja außerhalb des eigentlichen griechischen Kulturraums liegen. Das ist das antike Daunien, diese große nordapulische Ebene, was von einem indigenen Volk, diesen Dauniern damals besiedelt wurde, einem indoeuropäischen Volk von der Sprache her, die aber sehr stark sich Richtung Griechenland orientiert haben und sehr viel importiert haben, gerade aus Tarent. Und deshalb sind die Grabausstattungen dort ganz interessant, weil die sehr viel Eigenes zeigen von den Dauniern. Die haben eine ganz typische eigene Keramik. Und dann diesen Rezeptionsvorgang, was sie von den Griechen übernehmen, wie sie sich da anregen lassen und so weiter. Also ein super Thema eigentlich, dem aber gerade der Boden entzogen wurde in dieser Zeit, weil systematisch diese Nekropolen geplündert worden sind mit drastischsten Folgen. Und die Marina Mazzei stand da einsam auf weiter Flur als lokale Inspektorin für dieses enorm riesige Gebiet. Also das ist mindestens so groß wie ganz Südniedersachsen, also wenn nicht noch größer, was sie da von einer Stelle aus allein betreuen musste. Und die hat eben schon früh sehr wichtige Arbeiten zur Interpretation gerade der Grabfunde, überhaupt der daunischen Kultur geschrieben, aber auch immer wieder hingewiesen auf diese katastrophale Situation. Und und das habe ich da eben aus nächster Nähe mitbekommen, weil ich sie oft, wir waren eng befreundet, ich habe sie da oft besucht und sie hat mir dann auch vorgeführt, dass durchaus sehr intensiv auch von der Polizei das verfolgt wird und es eben riesige Beschlagnahmungen gab, wo ganze Lagerhäuser leergeräumt worden sind mit diesen aber kontextlosen Raubgrabungsfunden. Und wenn man sowas sieht, da kann einem schon wirklich anders werden, was da an Chancen vertan worden ist, weil das genau die Dinge sind, die wir bräuchten. Gut dokumentierte Grabbefunde. Und das wurde dort weggeräumt und gleichzeitig aus den Auktionskatalogen in New York, in London, die tollsten, also da müssen Sie wirklich mal Kataloge aus der frühen, mittleren 80er Jahren anschauen, was da an Massen von apulischen Prachtgefäßen plötzlich ohne jegliche Herkunft wie vom Himmel gefallen zu sehen ist. Und das war so evident, dass zu jedem Loch, was man dort im Gelände sehen konnte, eben eine von diesen Vasen oder mindestens eine gehörte, dass man da wirklich nur eins und eins zusammenzählen musste. Das Schlimme war aber, dass davon in Deutschland, in der deutschen Archäologie, überhaupt nichts wahrgenommen wurde.
da hat man weiterhin brav seine Stilanalysen auch gerade mal begeistert, dass es jetzt so viele neue Vasen gibt, hat die nach allen Regeln der Kunst durchinterpretiert. Und immer die Zeitschriften von der Iman quollen über von Artikeln, wo es eigentlich nur darum ging, dieses Material aus dem Kunsthandel zu publizieren, ohne ein Wort drüber zu verlieren, wo das herkommt und so weiter und so fort. Und das hat mich natürlich, wie man sich denken kann, zutiefst erbittert und mich hat das auch erschüttert, dieser einsame Kampf, den da so jemand wie Marina Mazzei gekämpft hat. Und da habe ich eben ihr gesagt, da müssen wir was machen und habe ihr vorgeschlagen, dass wir diese Wanderausstellung machen. Und sie hat mir dann eben die nötigen Kontakte vermittelt zu den Polizeibehörden, zu mir diese ganzen Materialien eben auch zugänglich gemacht, die ich da brauchte. Und dann habe ich mit einem studentischen Team in Heidelberg eine Ausstellung vorbereitet, die bestand nur aus Wandtafeln mit Bildern und Texten. Das waren, glaube ich, ursprünglich 12 so große Tafeln, wo eine ganze Menge Informationen untergebracht waren. Und die schwebte mir dann vor, zunächst mal in Heidelberg zu zeigen und dann rumwandern zu lassen. Und habe dann gleich schon den ersten Rückschlag erlebt, als sich nämlich herausstellte, dass es in Heidelberg für sehr inopportun erachtet wurde, diese Ausstellung zu zeigen, weil dort nämlich Honorarprofessor einer der damals bekanntesten Antikenhändler war, nämlich Herbert Kahn. Und dass man dem das nicht antun würde, er schon ein alter Herr damals war, in der Schweiz lebend und dem Institut, wo er Honorarprofessor war, jetzt eine solche anklagende Ausstellung zu machen, fand man da nicht angebracht. Dann habe ich es aber zum Glück Paul Zanker sehr unterstützt, also mein alter Doktorvater. Von München aus hat er mir auch den nötigen Geldmittel, um das technisch zu realisieren, besorgt. Und dann fing diese Ausstellung zunächst mal in der Schweiz an, interessanterweise. Schweiz war damals wirklich der absolute Brennpunkt für dieses Kunsthandelsgeschehen. Und es gab aber schon einzelne Schweizer Archäologen, die dort gesagt haben, so geht's nicht weiter. Und denen war das dadurch durchaus willkommen, dass ich jetzt das anzubieten hatte. Und deshalb ist die Ausstellung dann ziemlich groß in Zürich vor allem gezeigt worden, aber auch noch in anderen Schweizer Städten, weil der Professor Isler in Zürich und vor allem seine Frau, Frau Isler Kereni, gerade sie war eine Protagonistin des politischen Kampfes in der Schweiz, der dann sehr rasch Früchte trug. Dann hat nämlich in wenigen Jahren die Schweiz eine totale Kehrtwende vollzogen und ihre Gesetze total geändert, ist der UNESCO-Konvention beigetreten und so weiter und hat dann ja diese großen spektakulären Beschlagnahmungen zugelassen im Zolllager von Genf vor allem, diese berühmte Medici-Affäre, wo man das riesige Lager eines solchen Hehlers, der dort die Ware in die Schweiz geschafft hat, wo sie dann sozusagen gewaschen war und in den internationalen Kunsthandel eingespeist werden konnte, wo man dieses Zolllager beschlagnahmt hat. Und später hat man in Basel eine ganz ähnliche Sache durchgeführt bei einem noch größeren Lager von dem Kunsthändler Bekina und ähnliche Maßnahmen. Also in der Schweiz hat sich da sehr schnell was geändert, während in Deutschland kann man sich nicht vorstellen, wie verhärtet die Situation war, dass es nicht nur im Museumsbereich, sondern auch im universitären Bereich, also wirklich man da total als Nestbeschmutzer hingestellt wurde, wenn man so eine Ausstellung macht. Eine Ausstellung, die eben einfach dem breiten Publikum zeigen sollte, einerseits als Einleitung erstmal, wie arbeiten wir Archäologen und warum ist für uns Kontext so total wichtig? Warum müssen wir wissen, was zusammengefunden worden ist und wie es gefunden worden ist? Und warum genügt es uns nicht, wenn das dann bei Sotheby's im Auktionskatalog ist, sondern warum wollen wir wissen, woher es kommt? Und dass das eben rechtlich völlig unzureichend geregelt war. Gerade Deutschland, damals auch natürlich noch die Schweiz, als Drehscheibe dieses ganzen Handels dann völlig unrühmliche Rolle spielt und dass es da unbedingt nötig ist, was zu ändern. Und nach und nach konnte man diese Ausstellung dann in den verschiedensten Standorten zeigen. Die ist wirklich in ganz verschiedenen Kontexten auch wiederum gezeigt worden, vom Universitätsinstitut, von großen Museen. Das Tollste war, als sie dann ins Pergamonmuseum in Berlin kam. Das war ja noch nicht so lange nach der Wiedervereinigung, wo eben gerade das Pergamonmuseum schon damals einen riesigen Besucherzustrom hatte und da ist sie wirklich von zigtausend Leuten gesehen worden. Aber es gab auch ganz andere Orte. Es gab sogar Supermärkte und Einkaufszentren und in ganz vielen Orten in Deutschland, in der Schweiz,
dann auch in Wien, in Österreich, ist sie gezeigt worden. Es gab dann eine italienische Version, die ist dann ins Italienische übersetzt worden, auch die zugehörige Publikation. Dafür hat Marina Mazzei gesorgt und die ist dann in Italien gezeigt worden. Und dann, da war ich natürlich dann nicht ganz unstolz drauf. Damals gab es auch in den USA dann ein großes, die USA, muss man wissen, haben schon relativ früh, oder die ganze Bewegung des Kulturgüterschutzes hat eigentlich in den USA angesetzt. Also dass es zu dieser UNESCO-Konvention von 1970 kam, waren vor allem Mittelamerika-Archäologen aus Pennsylvania, aus Philadelphia und so weiter, die das schon in den späten 60er Jahren in Gang gesetzt hatten, dass es dort in den USA zu so einer Diskussion kam. Und interessanterweise ist dann, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, kurz nach 1980 unter Ronald Reagan ausgerechnet in den USA, das Land der UNESCO-Konvention beigetreten. Aber die UNESCO-Konvention, die also den Schutz der archäologischen Stätten und des Kulturguts, das den Schmuggel über die Grenzen hinweg unterbinden soll und den Schutz gewährleisten soll, die ist kein selbstausführendes Regelsystem, sondern das jeweilige Land muss dann noch ein Ausführungsgesetz erlassen. Und die USA haben ein Ausführungsgesetz erlassen, was vorsieht, dass die USA mit den betroffenen Staaten jeweils zunächst auf 5 Jahre gültige bilaterale Verträge abschließen, wo dann nach 5 Jahren wiederum geprüft werden muss, ist da immer noch Not am Mann oder braucht es das jetzt nicht mehr? Und in der Regel ist natürlich immer noch Not am Mann. Man hat zunächst das mit Guatemala und so weiter, mit mittelamerikanischen Staaten angefangen und dann stand in den 90er Jahren zur Diskussion, ob man jetzt einen Vertrag auch mit Italien schließt, den es bis dahin noch nicht gab. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, war ich da nicht so ganz unstolz, wurde dann in Washington ein großes Hearing veranstaltet, um die Regierungsbehörden dazu zu bringen, dass sie diesen Vertrag mit Italien schließen. Und zu diesem Zweck ist dann die Fundort Unbekannt Ausstellung in Englisch übersetzt worden, die Tafeln sind dort bei dem Hearing dann dort als Ausstellung gezeigt worden. Und das war natürlich schick, dass dann das mit als Argumentationshilfe benutzt wurde, um die USA zu diesem Vertragsabschluss zu bringen, der dann auch wirklich stattgefunden hat. Mhm. Und das hat sehr viel geändert. Dann kam ja ganz viel in Gang mit Rückgaben auch aus amerikanischen Museen. Und wenn ich recht informiert bin, ist das auch dann immer wieder verlängert worden, dieses Abkommen mit Italien. Also das nur kurz zur Ausstrahlung, die dann doch diese Ausstellung hat. Und ich will das, deshalb erzähle ich das jetzt hier vielleicht ein bisschen zu breit, weil das für mich eine wichtige Grundbotschaft beinhaltet, die ich auch an alle studentischen Hörer jetzt vermitteln will und Hörerinnen, dass man sich da nicht einschüchtern lassen soll, weil diese Ablehnung, auf die ich da zunächst gestoßen war. Zuallererst habe ich die Ausstellung bei einer Tagung des Deutschen Archäologenverbandes in Münster. Da waren noch nicht alle Tafeln fertig. Da habe ich da aber schon mal den größten Teil zeigen können. Am Rande der Tagung wurden die dort im Foyer aufgebaut. Und dann gab es da solche Streitereien und solche hämischen Kommentare auch. Und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so in Richtung Nestbeschmutzung und was ich hier für ein Zerrbild der Archäologie zeichnen würde, etc., etc. Und gerade der damalige Vorsitzende, der fand ich, hat sich sehr unmöglich verhalten mir gegenüber. Das war also ganz schwierig. Aber ich war nun wirklich sehr überzeugt von der Sache, dass da was geschehen muss, dass es nicht so weitergehen konnte. Und wie es dann weitergegangen ist, das hat mich dann doch sehr bestärkt, dass man da nicht einfach sich ins Boxhorn jagen lassen soll. Denn ich war gerade mal Assistent in Heidelberg geworden. Die einen sagen, ja, sie machen sich ja ihre Karriere kaputt und irgendwas. Ja. Habe ich mich aber wirklich nicht davon beeinflussen lassen. Und das würde ich auch jedem... Ach so, und das Hauptargument, was ich immer gehört habe, war, ja, das bringt ja eh nichts. Da hat schon mancher sich die Zähne dran ausgebissen und was hilft's? Das ist einfach, der Markt ist stärker und so und oder gar das, ja, die dann kommt ja noch die Mafia auf den Leib oder irgend so Quatsch. Also jedenfalls will ich nur sagen, wenn man sowas identifiziert hat, wo man glaubt, da muss was gemacht werden und da soll man sich einsetzen, dann darf man sich da auch nicht irgendwie einschüchtern. Man sollte natürlich selbstkritisch bleiben, immer fragen, ja, bin ich jetzt hier
kann ich das wirklich belegen oder behaupte ich hier einfach irgendwas oder so. Also da habe ich mir schon große Mühe gegeben, dass in diesem von dort unbekannt auch nur Dinge drinstehen, die wirklich absolut bombensicher belegt sind, dass man jetzt nicht auch sich dann offene Flanken bietet. Also es gibt ja, um ein Beispiel zu nennen, jetzt ist ja heutzutage sehr viel von Kulturgüterschutz die Rede, und dann hörte man immer diese Zahl, ja, nach dem Waffenhandel und dem Drogenhandel ist der Antikenhandel das drittgrößte illegale Milliardengeschäft in der Welt. Das ist so ein typischer Fall von einer völlig unbelegten und auch unsinnigen Behauptung. Denn wenn man mal guckt, was der Waffenhandel und was der Drogenhandel für Ausmaße hat, so viele Antiken könnte man überhaupt nicht zusammenkriegen auf der ganzen Welt, um da solche Zahlen zu rechtfertigen. Also sowas sollte man meiner Meinung nach nicht tun, sondern sollte sich immer auf wirklich gut belegbare Tatsachen berufen, die aber schon schlimm genug sind. Also da kriegt man schon so viele Argumente zusammen. Und der ganze weitere Prozess seit den 90er Jahren hat dann ja gezeigt, was dann doch auch möglich ist. Und schließlich hat es ja sogar, ist die kopernikanische Wende eingetreten, und sogar Deutschland hat diese UNESCO-Konvention unterzeichnet. Zunächst mal in einem ersten Schritt in einer völlig grotesken Form, was das damalige Ausführungsgesetz betraf. Aber das hat man sehr schnell gemerkt, dass das so nicht geht. Und unter der jetzigen Bundesregierung ist dann ja das nochmal novelliert worden. Und ja, jetzt zumindest so, dass es nicht mehr ein völlig zahnloser Tiger ist. Und das waren Dinge, die hat man 1993, als von dort unbekannt gestartet ist, wirklich nicht für möglich gehalten, dass wir dann doch nochmal zu so einer Änderung kommen, weil das sah ziemlich hoffnungslos aus in Deutschland. Das ist wahnsinnig beeindruckend, gerade die Dimensionen, mit denen dann auch diese Ausstellung zurechtkommt, oder dass dann auch, was dann eben auch ausgelöst wurde dadurch. Was mich jetzt wahnsinnig interessiert, und das würde ich jetzt gerne auch ein bisschen strukturiert anpacken, ist, wie hat überhaupt dieser Handel von diesen Kulturgütern, wie hat der stattgefunden? Wer waren die Akteure dahinter? Also von wann ist die Vase aus dem Boden gekommen? Wer war das? Was waren die Motivation? Bis hin, wo wird es gehandelt und aus welchen Gründen werden die dann gekauft? Ja, das ist natürlich genau die Frage, die wir uns auch bei dieser Wanderausstellung gestellt haben, das irgendwie deutlich zu machen. Und wir haben gezeigt, was vor Ort im Gelände passiert. Wir haben die Zerstörungen gezeigt. Wir haben sogar Fotos gezeigt, die Raubgräber bei der Arbeit zeigen, die von Marina Mazzé zum Beispiel natürlich aus sicherer Entfernung mit dem Teleobjektiv und so weiter aufgenommen worden sind, um wirklich das mal zu dokumentieren, dass man die sozusagen in flagranti erfassen kann. Denn das ist ja immer schon zu spät, wenn man sie dann erst erfasst, wenn die Dinge schon irgendwo eingelagert sind oder so. Dann können die immer noch behaupten, ja, das hat schon mein Großvater vor 30 Jahren oder vor 100 Jahren gefunden, etc. Aber wenn man sie wirklich bei frischer Tat ertappt, deshalb sind diese Fotos sehr wert, gibt es in rar, aber die gibt's, diese Fotos, zum Teil auch von Seiten der Polizeibehörden. Und konnte man auch noch zeigen, was da lokal passiert, also wie es dann lokale Sammler gibt, lokale Hehler und so weiter und so fort. Und zum Zeitpunkt der Ausstellung, also Anfang der 90er Jahre, war es, aber dann, das haben wir dort auch dann explizit so geschrieben, dann gibt es diesen große Fragezeichen, diese große Grauzone, was passiert zwischen dieser Szenerie und der anderen Szenerie, nämlich der Auktion in London, in New York oder auch in Deutschland, wo dann wunderbar restauriert und im Hochglanzkatalog abgebildet diese Sachen zur Auktion angeboten werden und dann entweder Privatsammler oder auch zahlungskräftige Museen diese Dinge erwerben. Und da mussten wir damals eben so ansetzen, dass wir gezeigt haben, so und so viel 1000 Gräber sind hier ganz frisch gerade geplündert und so viel 1000 Vasen sind gerade jetzt genau in diesen Jahren ganz frisch auf dem Markt aufgetaucht und in den Auktionen angeboten worden. Weil es immer diese Entschuldigung gab von Seiten des Kunsthandels, ja, wir haben da so einen alten Dachboden ausgeräumt und da sind die sind 1823 dort auf diesen Dachboden gekommen und dann haben wir die jetzt mal restaurieren lassen und hier gezeigt und so. Und sie konnten einfach damals nur statistisch zeigen, das kann nicht sein, dass es so viel 1000 Dachböden plötzlich genau in der Zeit gibt, mit genau den passenden Wunden, die genau zu den Löchern passen, die dort gerade im Boden frisch gemacht worden sind.
Da muss eine Verbindung sein, aber wir konnten es nicht hieb- und stichfest beweisen, konnten nicht sagen, der und der, das sind zwar schon bestimmte Namen, mir auch von den Polizisten damals genannt worden, wen sie da im Verdacht hatten, aber richtig explodiert ist die Bombe erst, als dann dieser Wandel in der Schweizer Politik eingetreten ist und man zugelassen hat, dass dieses Lager von dem besagten Kunsthändler Giacomo Medici in Genf geöffnet worden ist von den Polizeibehörden und man auch italienische Fachleute dort hineingelassen hat und die haben das dann alles fotografiert und registriert und auch die Unterlagen wurden beschlagnahmt, wo haarklein daraus hervorging, wo der das von welchen Hehlern wie angekauft hat, dieses ganze Organisationssystem, was den Schmuggel ins Ausland und die Einschleusung in den legalen Markt, also in den sauberen, oder was heißt sauberen, also in den offiziellen Markt ermöglicht hat, die ist dann durch diese berühmte Medici-Affäre haarklein beweisbar geworden. Und das hat dann eben ganz große Player ins Schleudern gebracht. Also das Metropolitan Museum in New York musste dann den bei Medici erworbenen berühmten Euphronios-Krater, diese berühmte Darstellung von dem toten Sarpedon, der von Schlaf und Tod aus dem Schlachtfeld weggetragen wird, dieses Hauptwerk eigentlich der frührotfigurigen Vasenmalerei, was 1970, glaube ich, vom Metropolitan Museum für den damals höchsten Preis, der je für eine Antike gezahlt wurde, nämlich für $1 Million von dem Medici angekauft wurde und einem anderen Händler. Das musste dann ja sogar an Italien zurückgegeben werden. Das ist ja heute in Rom, in der Villa Giulia. Und das Getty-Museum, ein Hauptprotagonist auf diesem ganzen Feld, musste auch ganz, ganz viele Dinge zurückgeben, etc. Also da hat diese Medici-Affäre wirklich einen Wendepunkt bedeutet. Da konnte man endlich diese Dinge knacken, die vorher nicht lösbar erschienen. Ich kann dazu ein sehr gut geschriebenes Buch von Peter Watson empfehlen, auch auf Deutsch übersetzt. Das heißt nicht die Medici-Affäre, aber so ähnlich. Medici kommt im Titel vor, Medici Connection oder irgendwie so. Dass diese ganzen Dinge sehr gut darlegt. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer, neuerer Bücher, die das sehr gut nachvollziehen lassen, was sich da getan hat auf diesem Feld. Aber das stand uns leider alles noch nicht zur Verfügung, als wir die Ausstellung damals gemacht haben. Damals konnten wir nur, wie gesagt, mit diesen statistischen Zahlen argumentieren. Und dann würde mich natürlich noch interessieren, warum hat dieser Handel dann beispielsweise in der Schweiz oder in Nordeuropa stattgefunden? Also vor allem diese Umschläge oder dann eben die Auktion dann in London beispielsweise und nicht in Italien oder dann eben in Griechenland, wo sie dann aus dem Boden geholt wurden? Und dann natürlich die Frage, wer kauft diese an? Also jetzt wurden schon die Museen angesprochen, aber gibt es auch Privatsammler, die diese horrenden Summen zahlen? Oder kann man das auch als eine Wertanlage so verstehen? Und welche Dynamiken existieren dabei? Ja, also müssen wir mal die Fragen noch mal kurz sortieren. Also erstmal die Frage der jeweiligen Standorte, wo das stattfindet. Das kann insofern nicht in Italien und noch nicht in Griechenland stattfinden, weil es dort schon seit langem sehr strikte Schutzgesetze gibt für die Antiken. In Griechenland geht es sogar bis weit in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als praktisch der griechische Staat neu gegründet wurde, hat man schon entsprechende sehr restriktive Gesetze erlassen, die ja zum Beispiel dazu geführt haben, dass bei den Ausgrabungen von Olympia das Deutsche Reich hinnehmen musste, dass alles, was man da für teuer Geld ausgegraben hat, im Land geblieben ist und dort sogar vor Ort in Olympia ausgestellt wird bis heute. Da war Griechenland besonders weit vorn. Italien ist so schrittweise gefolgt. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts es gab schon bis in päpstliche, kirchenstaatliche Zeiten zurück immer wieder Schutzgesetze. Letztendlich sogar kann man da bis in die Renaissance zurückgehen, aber die waren immer noch ziemlich lückenhaft. Und dann 1909 ist ein etwas schärferes Gesetz erlassen worden, was aber immer noch gewisse Schlupflöcher gelassen hat. Und dann 1939 ist dann in Italien ein absolut rigoroses Gesetz gekommen, was es absolut unmöglich macht, legal Dinge einfach außer Landes zu schaffen. Und sogar nicht nur das, sondern auch legal archäologische Sammlungen privat anzulegen. Das heißt, es gibt dann eine Regelung, jeder, der eine Sammlung hat, muss die registrieren lassen, Stück für Stück, sozusagen von Fachleuten katalogisieren lassen. Dieser Katalog wird dann in der Denkmalbehörde hinterlegt und dann finden zumindest dem Prinzip nach regelmäßig Kontrollen statt
Und wenn sich dann irgendwas verändert hat, wenn da nämlich ein Stück plötzlich dazugekommen ist oder mehrere oder welche fehlen, dann wird es sehr unangenehm für den Eigentümer. Also auf die Weise hat sich der italienische Staat da Kontrollmöglichkeiten vorbehalten, die auch die Grundlage bildeten, davon habe ich schon gesprochen, dass da die meisten dieser Sammlungen, die auch zum Beispiel in Apulien vor Ort, gab es eine ganze Reihe von lokalen Sammlern, dass wenn da die Polizei kam, die in der Regel dann gleich mit dem Laster abgeholt worden sind, weil da nichts von angemeldet war. Und die Leute sind es dann halt wieder losgeworden, haben auch entsprechende Strafen aufgebrummt bekommen. Aber das hat nicht unbedingt verhindert, dass dann der Nachbar vielleicht auch gleich wieder angefangen hat, sich eine Sammlung anzulegen. Aber das ist ja lokal. Die Frage ist dann, wie es ins Ausland kommt. Und da spielen diese sogenannten Zollfreihäfen eine ganz große Rolle. Das sind jetzt nicht Häfen im wörtlichsten Sinne, dass da Schiffe andocken. Der wichtigste ist in Genf, wo nämlich die Dinge, die über die Schweizer Grenze irgendwie drüber gekommen sind, eingelagert werden können, aber nicht als in die Schweiz eingeführt gelten. Da muss also auch dann keine Steuer und kein Zoll drauf gezahlt werden. Das sind sozusagen neutrale Territorien, wo aber der italienische Staat dann keinen Zugriff mehr hat, aber wo dann Händler ihre Ware für internationale Kunden präsentieren können. Das hat Herr Medici dann eben gemacht. In den Räumen, von denen ich schon gesprochen habe, hatte er so richtige museale Präsentationsräume, wo er dann seinen Kunden aus Amerika, aus London und sonst woher, auch aus Deutschland natürlich, zeigen konnte, was er da zu bieten hat. Und dann konnte man direkt von dort die Dinge ausführen nach, nehmen wir mal an, nach München oder wohin. Mhm. Und dort galt es dann aber als Import aus der Schweiz. Also nicht, da wurde gar nicht gefragt, kommt das jetzt vorher aus Italien oder so, sondern es war dann eine Einfuhr aus der Schweiz. Und damit war diese Sache sozusagen unschädlich gemacht, im juristischen Sinne. Und dieser Trick, der ist im riesigen industriellen Maßstab von manchen Händlern genutzt worden. Die haben wirklich lastwagenweise sich das dorthin schaffen lassen, musste natürlich irgendwie über die Grenze gebracht werden. Darum haben wir uns auch ein bisschen in der Ausstellung beschäftigt, was es da für Methoden gab. Aber das funktioniert letztlich ähnlich wie der Drogenschmuggel, dass man eben in Lastwagen, in Kühllastwagen, wo dann scheinbar nur Schweinehälften drin sind, plötzlich innen drin irgendwo auch noch entsprechend vielleicht auch noch extra zerschärbte Vasen drin sind, die man dann nach der erfolgreichen Verbringung über die Grenze dann wieder zusammenkleben lässt oder so. Also da gibt es alle möglichen Methoden. Und auch im Zugverkehr wurde ja lange sehr wenig kontrolliert und dann erst recht natürlich nach dem Schengen-Abkommen. Das wurde dann nochmal ein zusätzliches Problem für die Italiener, wie sie überhaupt noch ihre Außengrenzen kontrollieren durften und so weiter. Also dieser Schmuggel ist eine eigene Frage noch, aber das Wichtige war eben, dass es dadurch, dass es dann in diesen Freihäfen ankam, für die Abnehmerländer reingewaschen war. Und dann konnte es direkt nach London in die Sotheby's-Auktion oder so gebracht werden. Mhm. Und dieser ganze Mechanismus ist aber heutzutage lahmgelegt. Das funktioniert eben nicht mehr, weil die Schweiz da nicht mehr mitspielt. Diese Zollfreihäfen gibt es zwar immer noch, aber jetzt unter sehr viel strengeren Kontrollauflagen. Und gerade im antiken Bereich, glaube ich, ist das ziemlich jetzt ausgeschaltet, dieser Faktor. Aber wir haben natürlich inzwischen ganz andere Probleme im Kulturgüterschutz durch die Kriege im Nahen Osten, durch den Irakkrieg, durch den Syrien-Bürgerkrieg, vorher schon durch den Afghanistan-Krieg. Es ist so viel Material jetzt von dort aus kriegerischem Kontext gekommen, der natürlich nochmal ganz andere Hintergründe hat als jetzt diese Frage einer einsamen Inspektorin, wie ich das jetzt am Fall von Marina Mazzei geschildert habe. Da hat Italien auch sehr aufgerüstet. Die haben ja eine Sondereinheit schon bei ihren Polizeibehörden, beziehungsweise, wenn man es ganz streng nimmt, die Carabinieri, die dafür zuständig sind, sind eigentlich eine Armeeeinheit in Italien, gar nicht zur Polizei, sondern zur Armee. Und die haben schon frühzeitig eine Spezialeinheit eingerichtet, die sehr fit sind, was jetzt, die haben diesen ganzen Medici-Fall zum Beispiel bearbeitet und ins Rollen gebracht, dass sie den Leuten da auf die Schliche kommen. Und die haben auch jetzt viel mehr getan, um noch
durch regelmäßige Kontrollflüge und so weiter, diese enorm weiten Areale zu kontrollieren, in denen so viel geplündert wird. Das fällt natürlich alles weg in den Kriegsgebieten im Nahen und Mittleren Osten, wo keinerlei Kontrolle mehr stattfinden kann, weil die Archäologen, die dort hingingen, werden sofort gekillt würden. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension, was da jetzt sich inzwischen getan hat. Aber auch ein anderer Problemfall, weil es da ja auch dann rote Listen der UNESCO gibt, dass zumindest die offiziellen Einkäufer, die Museen vor allem, nicht mehr so ohne weiteres sich bedienen können. Sie haben jetzt aber auch nach den anderen Akteuren gefragt, nach den Privatsammlern. Die spielten natürlich eine riesige Rolle und dann, sehr wichtiges Stichwort, auch diese Investmentfonds, die gerade in den 80er Jahren überall aus dem Boden schossen und ganz stark in den Bereich auch Antike gegangen sind. Auch natürlich andere Kunstgattungen sind ja nach wie vor ein riesiges Investmentgeschäft. Mhm. Aber gerade Antike wurde da, es gab eigene Fonds, die gegründet worden sind, nur um Antiken zu vermarkten. Und auch vor allem dann nochmal Richtung, das ist nochmal ein Spezialthema, Münzhandel. Antike Münzen ist natürlich genauso auch ein Problem mit den illegalen Provenienzen. Und das war natürlich ein enormer Marktdruck. Da haben natürlich auch dann diese Gesetzesänderungen schon eine gewisse Besserung gebracht. Ich würde sagen, bei den klassischen Sammlern hat sich die Lage schon ziemlich geändert. Das ist ein Argument, was wir auch in Fundort Unbekannt schon gebracht haben. Der Sammler lebt auch größtenteils von der öffentlichen Anerkennung. Mhm. Der möchte seine Stücke zeigen und möchte sie vielleicht auch später einem Museum als Leihgabe oder sogar als Geschenk überlassen. Wenn das aber alles sozusagen No-Go-Area ist, weil er sich rechtfertigen muss und so, dann erlischt auch irgendwann das Interesse, aus diesem Grund eine Sammlung anzulegen. Und man kann ja so viel anderes sammeln, was unbedenklich ist. Eben, was weiß ich, Gemälde aus dem 18. Jahrhundert oder was weiß ich, da wird keiner dieser Kriterien anlegen, die jetzt für die Antiken relevant sind. Deshalb glaube ich, diese klassische Sammlerszene ließ sich ziemlich stark jetzt auch lenken durch diese Gesetzesänderung. Es gibt daneben natürlich auch sozusagen die pathologischen Sammler, die sich überhaupt nicht für öffentliche Wirkung interessieren, sondern im stillen Kämmerlein ihre Sachen genießen wollen. Es gibt die berühmte Geschichte, die ja, glaube ich, bezeugt ist, aber wohl hoffentlich nicht realisiert worden ist, dass ein japanischer Sammler sich einen Van Gogh für zig Millionen ersteigert hat und verfügt hat, dass der mit ihm in seinem Sarg beerdigt wird. Also das würde ich dann als pathologischen Sammler bezeichnen. Sagen nach mir die Sintflut. Das gilt aber nur für ganz wenige Sammler. Ein anderes Problem mit den Sammlern ist, dass die Sammlerszene sich wohl verlagert hat. Das waren ja klassischerweise ganz stark die amerikanischen Reichen. In Amerika spielt es eine ungeheure Rolle. Über Museen, über Stiftungen, die man dorthin gibt, Schenkungen, soziales Prestige zu erwerben. Das hat sich sehr geändert in Amerika. Die Sammler haben sich dort inhaltlich umorientiert und versuchen, Dinge zu kaufen, die jetzt nicht so ihnen Scherereien bereiten. Das Problem ist, dass ganz andere Märkte entstanden sind. Dass plötzlich Ölscheichs in Dubai und sonst wo riesige Sammlungen offenbar sich anlegen, auch von Antiken. Dass in China plötzlich westliche, auch Antike, interessant wird für einen privaten Markt. Mhm. Dass es so russische Oligarchen gibt, die in das investieren. Schon vorher haben sich japanische Sammler da als ziemlich schwierig erwiesen. Also das wird, ist auch so ein Geschehen, was wir viel schwerer überblicken können, als das, was sich klassischerweise in den USA abgespielt hat, wo das natürlich immer mit sehr viel Öffentlichkeit und sehr viel Publikation und so verbunden war, wo man auch eine Presse hat, die sehr den Leuten auf der Spur ist und da sehr viel Rechtfertigungszwang. Aber sehr viel Geld kommt jetzt aus Ländern, wo es alles das nicht gibt. Und das ist eine Sache, die einen beunruhigen kann. Also ich glaube, gerade diese nahöstlichen Dinge aus den Bürgerkriegs- und Kriegsregionen, die wandern sehr stark auch in diese Richtung ab. Und da sind eben solche Märkte wie Pakistan und so sind wichtige Umschlagplätze, um die Dinge dann nach China und sonst wohin zu bringen. Also das ist nochmal eine ganz eigene Thematik, zu der ich sehr wenig sagen kann, wenn ich nicht so auskenne. Ich habe ja den Fokus, wie gesagt, auf Italien, aufs Mittelmeer gehabt. Aber ich würde denken, für die Gebiete, wo ich mich engagiert habe, da hoffe ich doch, dass da doch ein Wechsel jetzt doch herbeigeführt ist. Dass viele Dinge, die mit einer Nonchalance
betrieben worden, noch in den 90er Jahren, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass das jetzt wirklich abgestellt ist. Was ich wahnsinnig absurd in diesem ganzen Spiel finde, sind vor allem diese Investmentfonds. Also gerade dabei würde mich auch wiederum interessieren, wissen Sie, ob es das immer noch gibt in der Form? Und dann auch natürlich die Frage, wenn man so ein Investmentfonds hat, dann geht man ja davon aus, dass man sich jetzt eine Vase kauft und dann in eine Wertsteigerung zumindest einsetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit hat es auch die Gesetzesänderungen in den letzten Jahrzehnten, welche Auswirkungen hat das dann konkret gehabt darauf? Weil auf der anderen Seite ja auch dann die Sammler, die ja wahrscheinlich dann die Kunden wiederum gewesen wären, ja dann auch, sagen wir jetzt mal, das Interesse eventuell verloren haben. Gut, also da kann ich jetzt auch nur so ein bisschen tentativ antworten, weil dafür bräuchte man jetzt wirklich genaue Recherchen. Es gibt Fachleute, die machen regelrechte Forschung auf diesem Gebiet, sei es, dass es Archäologen sind, sei es Rechtswissenschaftler. In Glasgow zum Beispiel gibt es so ein Forschungszentrum für diesen Bereich, die versuchen wirklich empirisch solche Daten zu erheben, auch zu gucken, was ist mit den Investmentfonds etc. Ich würde jetzt mal so ganz ins Unreine gesprochen denken, gerade weil es eben eine Wertanlage sein soll und eine Wertstabilität braucht, gibt es für Investmentfonds nicht giftigeres, als wenn es plötzlich heißt, dieses Stück muss zurückerstattet werden. Das ist illegal und ihr könnt es nicht behalten. Das macht ja das ganze Investment kaputt. Und gerade wenn man nur kühl kalkuliert, also der, wie gesagt, der pathologische Sammler und so, der hat vielleicht noch andere Motive. Der Investmentfonds hat nur das finanzielle Motiv. Und wenn die Anlage nicht sicher ist, dann ist sie auch nicht interessant. Mhm. Und deshalb, glaube ich, haben sich gerade die Investmentfonds, ich wüsste jetzt nicht mehr, ob noch einer von diesen artikelorientierten Investmentfonds überhaupt existiert. Glaube, das ist kein Thema mehr heute in dem Bereich. Ich will es hoffen, sagen wir mal. Aber es wäre fast auch logisch, zumindest für die Dinge, die uns jetzt hier gerade konkret interessiert haben, mit Funden aus Italien oder so, da müsste ein Investmentfonds schon sehr entweder blauäugig oder auch risikofreudig sein, wenn er jetzt ausgerechnet in apulische Vasen sein Geld anlegen würde. Denn da kann er sicher damit rechnen, dass irgendwann, die Italiener haben ja jetzt diese ganzen Archive, sowohl von Medici als auch von anderen Händlern, und haben sich das gut aufgespart, dass sie nicht gleich ihr Pulver verschossen haben, sondern immer mal wieder zeigen, irgendjemanden die Folterinstrumente vorzeigen und sagen, wir haben hier übrigens noch das und das an Dokumenten, an Fotos von frisch ausgegrabenen Sachen und so. Es wird Zeit, dass das mal zurückkommt. Das ist auch eine Zeitbombe, die für manche deutsche Museen noch tickt, die sich auch in den 80er Jahren bedient haben im antiken Markt da, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, weil es da noch, die italienischen Behörden haben da noch einiges in der Rückhand. Und was dann auch wieder sehr interessant ist, ist natürlich die Frage, warum haben diese nordeuropäischen Länder so lange keine Gesetzesreform gemacht? Also ich denke mal, das Problem war ja dann sicherlich irgendwann noch bekannt, diese Strukturen. Warum hat sich nie, also gerade wenn es auch schon in Italien diese Gesetzgebung irgendwie gab zu dem Zeitpunkt, warum hat das so lange gedauert, bis sich da irgendetwas bewegt hat? Ja, das ist nach wie vor ein ganz schwieriges Thema in Deutschland, weil es hier immer heißt, freier Warenverkehr, Eigentum ist unantastbar und so weiter. Also Gesetze wie in Italien wären hier überhaupt nicht durchsetzbar, dass sie eine Privatsammlung kontrollieren und dann beschlagnahmen, wenn da was sich verändert oder so. Dafür haben wir eben eine viel liberalistischere Marktordnung hier, die ganz oben an eben die Interessen des Privateigentums und des freien Warenverkehrs stellt. Und alles andere muss dahinter zurückstehen, weitgehend. Natürlich können Sie jetzt nicht den Kölner Dom einfach verkaufen oder so, aber das ist erstaunlich. Also wir haben ja dasselbe Problem hier konkret in Göttingen mit sowas wie der Sammlung Wallmoden und deren, wie die Frage, wie weit die gefährdet ist, weil der gesetzliche Schutz in Deutschland ist eben so gering für Kulturgut unter diesem freien Handelsaspekt. Das hat doch, und das ist sehr interessant, das konnte ich sogar recherchieren. Wie läuft das eigentlich so konkret? Warum ist die UNESCO-Konvention? Es gab so viele Anläufe in Deutschland, das irgendwie auch mal jetzt endlich in Gesetzesform zu bringen. Und das ist immer stecken geblieben, immer gescheitert. Bis ich herausbekommen habe, dass in dem Ministerium, was dafür zuständig war, damals war es das Ministerium für Bildung und Forschung, da gab es noch nicht den Kulturstaatsminister, also was heute die Frau Grütters ist, die das übrigens sehr
tatkräftig in die Hand genommen hat. Die hat für diese Novellierung gesorgt vor kurzem, dass jetzt endlich mal ein vernünftiges Gesetz auch in Deutschland existiert. Aber damals, als es eben noch lange nicht so weit war, da saß immer ein bestimmter FDP-Mann dort als Referent in dem Ministerium, der alles hat auflaufen lassen. Und die FDP hat auch den Kulturausschuss im Bundestag, ich war selber mal im Bundestag bei so einer Anhörung von so einem Ausschuss, der dessen ersten Anlauf 2003, glaube ich, war das, wo man versucht hat, dieses, ich weiß jetzt ja nicht, wann das erste UNESCO-Gesetz in Deutschland war, dieses Zahnlose. Und da gab es eben eine Anhörung dort im Bundestag. Und der Vorsitzende des Ausschusses war auch ein FDP-Mann, Otto aus Frankfurt, Abgeordneter. Und das war grotesk, wie parteiisch der diese Sitzung geleitet hat. Wir als archäologischer Experte war vor allem der Michael Müller-Kaper aus Mainz dort anwesend. Und dann waren eine Riege von Kunsthändlern, die dort genauso auch angehört wurden. Und wie parteiisch der nicht nur das Wort verteilt hat an die einzelnen Anwesenden, sondern auch das dann interpretiert und kommentiert hat, was die gesagt haben. Also das war so evident. Und das ist klar, die FDP war immer eine Partei, die ja nichts auf den freien Warenverkehr kommen lassen wollte. Und man konnte dort aber wirklich im Detail mal nachvollziehen, wie Politik funktioniert, warum Dinge entweder vorangehen oder nicht vorangehen. Das kann bis zur Referentenebene in einem Ministerium sein, gerade wenn es nicht so Top-Themen sind. Das Kulturguterschutzthema war ja nie ein Thema, was jetzt wirklich ganz vorne in den Schlagzeilen stand. Das war immer schwer zu vermitteln an den politischen Sektor. Und aber man könnte das, glaube ich, mal eine Geschichte schreiben. Warum hat es so lange gedauert in Deutschland mit der UNESCO-Konvention? Vielleicht nochmal abschließend zu diesem Segment. Was würden Sie sagen, ist die Rolle der Archäologen auch für den Kulturgüterschutz? So, in welchen Bereichen kann man da was machen? Also ich finde, die Archäologen sind die Anwälte dieser zumindest der archäologischen Kulturgüter. Und zwar immer unter diesem Aspekt, deshalb hat mir das nie eingeleuchtet, warum Archäologen da dagegen sein können, dass man da eine Initiative ergreift, weil meiner Meinung nach wir damit unsere ureigensten Interessen verteidigen, wenn wir dafür sorgen, dass wir nicht lauter geplündertes Material vor uns haben, wo wir dann nur sagen können, ja schön, und es ist so hoch und so breit und die Darstellung zeigt den und den und es wird wahrscheinlich um ungefähr 430 entstanden sein. Das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Also uns wird ja der Teppich unter den Füßen weggezogen mit dem, was da geschieht. Und deshalb ist es rein fachlich unser ureigenstes Interesse, dafür zu sorgen, dass diese Dinge geschützt werden. Und so würde ich auch immer argumentieren. So habe ich in Fundort Unbekannt argumentiert und so würde ich auch weiterhin argumentieren. Ich würde nicht moralisch argumentieren, weil Moral ist eine wandelbare Sache und eine subjektive Sache. Und dann kann der eine sagen, ja, das ist deine Moral und nicht meine Moral und so weiter. Aber wenn man mit solchen Argumenten, wie ich sie, also sachlichen Argumenten kommt, dann müsste es eigentlich jedem einleuchten, so wie jeder Biologe nicht jetzt sagen kann, ich finde, was weiß ich, Pestizide was ganz Tolles, sondern sich dafür einsetzen. Das wird jeder nachvollziehen können, dass man da ihn als Anwalt der natürlichen Umwelt sieht. Und so würde ich die Rolle der Archäologen beschreiben. Und natürlich aber immer nicht nur zu sagen, ja, das muss einfach geschützt werden, sondern auch zu zeigen, warum es geschützt ist und was man damit machen kann. Das hat natürlich enorm damit zu tun, wie wir generell unser Fach vermitteln und zeigen, warum es gut ist, wenn diese Dinge erhalten werden, gepflegt werden und dann auch für die Öffentlichkeit erschlossen werden. Ja, ich würde sagen, das war jetzt erstmal ein wahnsinnig interessantes Interview. Wir hatten, glaube ich, auch gerade zum Kulturgüterschutz jetzt eine wahnsinnig hohe Expertise, die Sie jetzt hier mitgeliefert haben. Und ich würde mich dementsprechend jetzt das Interview beenden wollen und mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie dafür zur Verfügung gestanden haben. Ja, ich danke Ihnen natürlich. In dieser Form habe ich sowas natürlich jetzt zum ersten Mal gemeint, diese Ausführlichkeit. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu ausführlich, aber sind ja, wie Sie gemerkt haben, auch Dinge dabei gewesen, die mir schon sehr wichtig sind. Das war unser Interview mit Daniel Krepler.
Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann kommentiert doch bitte bei YouTube und auf Instagram und folgt uns auf allen Kanälen. Das war es dann von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.